Break News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, es ist der Detlev von Wake News Radio, Wake News TV. Klasse, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich grüße euch zur heutigen Live-Sendung am 14.
März 2013, am Donnerstag 16 bis 18 Uhr mache ich mal als live. Und wir hatten auch für diesen Tag heute ein klasse Thema mit einem super Gast, den wir gleich hören werden. Bevor wir aber damit überhaupt mal einsteigen, kurz für diejenigen, die vielleicht auch das erste Mal zuhören. Ja, ist toll, dass ihr da seid. Begrüße natürlich auch alle Zuhörer von Milane-FM.net und natürlich von unserem neuen Streaming-Partner Joyce.net. Klasse, dass ihr uns mit übertragt, denn die Informationen müssen raus, oder? Ja, also, was ich immer gerne mache, ich danke immer zunächst mal auch den Künstlern, die uns ihre Musik hier zur Verfügung stellen. Und wir hörten gerade eingangs von Outer Space Bad Man, ne? Ja, oh, passt auch irgendwie. Ja, okay. Ja, und was auch wichtig ist, ihr könnt natürlich hier mir auch Mitteilungen reinschicken. Und hier ist schon wieder mächtig was los auf dem Chatraum. Der ist zu finden bei mir auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio, unterhalb der Player. Und für diejenigen, die das erste Mal auf dieser Seite sein sollten, man kann einen der Player ausschalten. Denn es wird jetzt simultan übertragen, aber das heißt nicht, dass das immer gleich simultan rauskommt. Ne? Das hat man sonst ein Echo da drin. Okay, hier sagt einer, hallo Detlef, hallo ihr Lieben. Und hier sagt einer, wahrscheinlich aus der Schweiz, ne? Ihr seid nicht mehr Papst. Ja gut, da gehen wir auch gleich nochmal drauf. Hier war's, Detlef, unser Donnerstagnachmittag Versüßer. Mal ein Schmatz an dich. Neu, das aber, ist das jugendfrei hier? Hoffe es. Okay, klasse. Und natürlich könnt ihr mir, auch während der ganzen Sendung und natürlich unserem Gast auch, natürlich Fragen stellen oder Informationen reinsenden unter der E-Mail-Adresse radio@wakenews.net. Das ist für mich dann einfacher zu lesen, ne, weil es im Chat so dahin rattert. Ja, also E-Mail ist immer besser. Ja, und das heutige Thema hat es natürlich wie immer in sich, ist ja klar. Aber vielleicht bevor wir darauf einsteigen, noch so ein paar grundsätzliche Informationen. Natürlich war die Tagesnachricht, dass wir jetzt hier einen neuen Papst haben. Und die Leute klatschen auch noch und waren begeistert. Okay, also ich will hier keine religiösen Gefühle verletzen. Das tue ich eigentlich nie. Aber trotzdem darf man natürlich seine Ansichten mitteilen. Und was mich so ein bisschen gleich wieder runtergeholt hat, also nicht, war nicht die Tatsache, dass der aus Südamerika stammt, aus Argentinien. Von mir aus, ja, da hat ja die katholische Kirche ordentlich gewütet seinerzeit, hat dort alles gemeuchelt, was nicht nied- und nagelfest war. Aber was so ein bisschen wieder ernüchtert, ist der Fakt, dass es sich hier um einen Jesuiten handelt. Und über Jesuiten haben wir auch schon viel gehört. Okay, aber das will ich hier heute nicht vertiefen, diese Diskussion. Da kann sich natürlich jeder schlau machen, denn wir haben heute ein gepacktes Programm, was wir durchgehen wollen. Und wer also da auch noch ein paar Hintergründe und tägliche Neuigkeiten auch von mir lesen möchte, kann das tun unter wakenews.net News. Ja, das findet man, wenn man auf die Eingangsseite kommt. Oben gibt es so einen Reiter. Im Englischen heißt das Button. Da kann man draufklicken und dann kommt man zu der Seite der täglichen Neuigkeiten. Und die haben es natürlich in sich. Ich will da nur so ein, zwei Sachen daraus verlesen. Denn auch das ist wichtig, dass wir das immer mitverfolgen. Hier werden kritische Sendungen, Seiten im Internet bewusst gestört und gehackt. Gut, wir diskutieren das Thema ja immer. Ich habe selbst hier häufiger schon solche Erlebnisse gehabt, ne? Dass man mich nicht so unbedingt hören wollte oder lesen wollte. Aber es trifft natürlich auch andere. Und mir war es geschehen, extra hier am 9.3. anlässlich unserer Sondersendung für United We Strike, dass ich die ersten 50 Minuten nicht senden konnte, weil ich hier verzweifelt versucht habe, von der Schweiz her zu produzieren, was nicht ging. Deshalb mussten wir nach Irland umziehen, weil man hier unseren Ton gehackt hat. Ja, da kam immer nur so Hack-Hack-Hackschnitzel raus. Und das konnten die Leute schlecht verstehen. Wäre auch natürlich auch mal was Lustiges. Können wir auch mal eine Hack-Schnitzel-Sendung machen. Aber wir wollten ja so ein bisschen auch über die Dinge reden und das haben wir nachher ja auch geschafft. Also ganz super. Jo, und aber hier einen Kollegen hier im Internet hat sie erwischt, den haben sie hier ein bisschen durcheinander gehackt und zwar terranetz.org.
ja, der Cracker.info, ja, von Valentin Anker, ja, der hat dann also einen Artikel da geschrieben, hat dann auch gleich die IPs festgestellt, die natürlich alle aus den USA kommen, aber das heißt letztendlich auch noch nicht viel. Das kann natürlich auch von irgendwo anders sonst noch gekommen sein, aber das ist so. Die Regierungen, die also merken, dass ihre Fälle langsam dahin schwinden, haben natürlich ihre Spitzelkräfte ausgebildet und eingesetzt im Internet, um alle diese sozialen Netze, ne, ob das jetzt, was weiß ich, ja, Facebook oder solche Sachen, durchzuforsten und dort natürlich auch zu kommentieren in Blogs und so weiter oder bei YouTube, ne, kann man das merken. Aber das reicht jetzt eben nicht. Sie machen jetzt auch noch technische Angriffe auf diejenigen, die eben ein bisschen die Wahrheit versuchen, ja, nicht nur zu finden, sondern auch dann darüber zu sprechen, anzugreifen. Ja, und das haben wir jetzt hier erlebt, aber das wird uns nicht abschrecken. Wir finden immer Wege, weiter die Dinge voranzutreiben. Ja, und so, und hier in der BRD, aber nicht nur da, geht es jetzt hier richtig zum Kampf gegen und auf die Jugend zu, nämlich der Bund macht McDonald's zum Ernährungsberater an Schulen. Na, dann kann ja alles schief gehen. Ne? Wunderbar. Und so eine kleine Information. Deswegen also dieser Aufwachprozess, das wird jetzt relativ schnell voranstolpern, weil Millionen in der BRD, also Millionen Bürger oder Menschen, droht die Insolvenz. Ja, dann schicken sie da überall dann Truppen hin, diese bewaffneten Uniformierten, um die dann festzunehmen, dass die Gefängnisse gefüllt sind. Alles Privatunternehmen, haben wir rausgefunden. Die heißen zwar öffentlich, ich habe dann eine Anfrage gekriegt. Wieso kommen sie da drauf zu behaupten, bloß weil das bei Dun & Bradstreet eine Nummer hat, dass das dann eine Firma ist? Und da hat er noch ein paar andere Sachen recherchiert. Das hätte ich ihm auch vorher schon sagen können, dass auch in anderen Ländern öffentliche Behörden und staatliche Organisationen in Anführungszeichen auch als Firmen eingetragen sind. Das ist so, ne? Die Corporate Nation, das ist ja auch eine Information, die aus den USA stammt. Wir wissen, die United States of America ist eine Corporation, ist also eine Firma, die von Washington DC in dem District of Columbia, das ist also nur so ein kleiner Stadtbezirk aus, mit noch so ein paar kleinen Inselchen und Flächen zusammen eben eine Firma darstellen, und diese Firma beherrscht den Rest. Ja, und die lassen sich auch beherrschen, und dadurch, dass die Federal Reserve dort auch sitzt, im District of Columbia, die Zentrale, drucken die also ohne Ende, beziehungsweise machen sie mit den Zeigefingern ohne Ende ganz viele Zahlen da in den Computer, damit überall alles vollgestopft wird mit dem an und für sich wertlosen Schuldgeld, um damit mit diesem wertlosen Plunder die ganze Welt aufzukaufen. Aber gut, das ist nicht heute das Thema. Ich wollte es nur noch mal so erwähnen. Da muss man also ein bisschen tiefer bohren. Dun & Bradstreet ist im Prinzip jetzt nur die Spitze des Eisberges, wo die Dinger jetzt so langsam aus dem Wasser ragen und man kann es dann sofort entdecken. Vorher war es ein bisschen schwieriger, weil das noch nicht so offensichtlich gezeigt wurde. Ne? Und dann noch eine ganz wichtige Information, denke ich, neben dem Jesuitenpapst, der an der Macht ist und jetzt das Jesuitenprogramm durchstarten wird. Wir wissen, dass die an der obersten Stelle in der Pyramide der neuen Weltordnung mit sitzen, hat es natürlich jetzt auch hier im kommunistischen China. Was? Kommunistisch? Ach, ist das eigentlich wirklich noch kommunistisch? Na gut, es gibt dort einen neuen chinesischen Diktator, nämlich Xi Jinping. Das ist ein Spross einer der einflussreichsten Familien Chinas. Ja, wieso? Wenn das ein Kommunismus ist, muss es doch vom Volk regiert werden. Was hat denn dann ein Spross einer einflussreichen Familie in der Spitze zu suchen? Och, hoppla, wollen wir die Diskussion starten? Da kann sich doch gleich jeder alles an 10 Fingern abzählen, um was es hier geht. Ich nenne diese Gruppierung übrigens die DIMS, die dominante irrsinnige Minorität, die überall ihre Finger mit drin haben. Ja, und das ist ja eigentlich die Gruppe von ja Wesen oder Personen, die uns ja regieren, ne? Hinterm Vorhang sozusagen. Aber auch das ist nicht unbedingt heute das Thema, obwohl es natürlich immer auch mit den Themen zu tun hat. Aber noch ein paar Hinweise für morgen gleich.
Morgen findet also, wie ich schon in einer Sendung bekannt gegeben habe, am 15.03. also, ab 10 Uhr in Stuttgart, hier in Baden-Württemberg, eine Demo statt, anlässlich einiger anderer Demos, die da auch ablaufen, von der Bürgerinitiative Prozessbeobachter. Und da kann man nähere Informationen erhalten über deren Webseite warnglocke.de. Also schaut doch nochmal rein. Wer Zeit hat, wer in der Nähe ist, bitte einfach mal nach Stuttgart in die City. Ich glaube, die machen es da in der Nähe von dem Landgericht. Ja, treffen die sich da. Aber das müsst ihr nochmal nachgucken. Okay, so und dann auch nochmal ein Hinweis gleich für nächste Woche. Jetzt sind wir gleich munter weiter. Da ist nämlich wieder ein toller Gast bei mir, nämlich die Inge Hannemann. Und die selbst ist Whistleblowerin aus dem Jobcenter-Bereich. Hatte jetzt hier vor kurzem Schlagzeilen gemacht, weil man sie vorgeladen hatte seitens der Firmenführung. Ja, weil sie zu viel ausplaudert, ne, vielleicht. Aber sie wird uns da ihre Geschichte kurz erzählen und uns auch einige Beispiele aus der Praxis dann vorführen. Ich denke, das wird auch hochspannend. Also alle einschalten, auch nächste Woche Dienstag. Das ist der 19.02. ab 16 Uhr live beim Detlef. Okay, aber heute haben wir natürlich noch ein ganz tolles anderes Thema. Und wie ihr wisst, mache ich das immer so, dass ich das Thema kurz erläutere, ankündige auf meiner Blogseite myawakenings.wordpress.com. Und das Thema der heutigen Sendung ist Berlin, die Hauptstadt der Tyrannen. Ja, und wenn ihr da auch ein paar Bildchen und so sehen wollt, könnt ihr da auf die Seite gehen. Und da heißt es, in der sogenannten Weltstadt Berlin wird nicht gewünschte Kunst, Kabarett und Darstellung nicht toleriert. War es nicht schon einmal so in der dunklen Geschichte Deutschlands? Trotzdem Berlin viel Wert darauf legt, eine Filmstadt, hier die Berlinale, zu sein, internationales Publikum anzuziehen, halt Weltgeltung zu besitzen, machen die lokalen Behörden, in Anführungszeichen natürlich, habe ich gar nicht reingeschrieben in den Artikel, ne? Aber könnt ihr euch ja denken, also mit ihrer Polizei Streit macht, all dies in unsinnigen Gewalteinsätzen mit SWAT-Teams, SEK, ich nenne die ja die sehr eifrigen Kollegen, wieder in kürzester Zeit zunichte. Dennis, auch bekannt unter den Pseudonymen TTA und Resurrector 21, Videoproduzent, politischer Künstler, ein moderner Kabarettist-Aktivist mit einigen Videokanälen bei YouTube, widmet sich seit Jahren der Aufklärung über Missstände in Politik, Gesellschaft auf eine besonders witzige Art, wobei er auch mal in eine Kostümierung schlüpft, die aus dem tausendjährigen Reich zu stammen scheint und hantiert dabei mit Spielzeugpistolen und ähnlichen Utensilien vor laufender Kamera. Ja, natürlich kommen die derzeit Mächtigen dabei nicht gut weg. Vielleicht war das dann auch der Anlass eines gewaltsamen SWAT-Team-Einsatzes in der Wohnung des Berliners am 27. Februar 2013, bei dem ihm sämtliche Computer, Datenträger und auch eine Summe Bargeld, das seinem dort mitwohnenden Bruder gehörte, durch bewaffnete Uniformierte entwendet wurde. Natürlich wieder ohne rechtsgültigen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss. Und ohne Rücksicht auf irgendwelche Grund- und Menschenrechte wurde seine Würde verletzt und auch Gewalt angewendet. Und über das, was da ablief, berichtet uns Dennis in der heutigen Sendung live und es werden ein paar delikate Informationen einfließen. Und Wake News hat diverse Presseanfragen an die dort zuständigen Stellen in Berlin gestellt, allerdings außer Zwischenmitteilungen. Bei der Veröffentlichung dieses Artikels noch keine Stellungnahme erhalten. Vielleicht kommt ja noch was. Bis zum Sendebeginn. Ja, schaue ich nochmal eben hier.
Ich hatte heute nochmal angemahnt. Wann war das? Guck mal eben gerade. Anfrage zu einem Polizeieinsatz. Sehr geehrter Müller, da wir heute am 14.03.2013 am Nachmittag über das Thema berichten werden, wäre es wünschenswert, wenn Sie mir bis mittags Ihre Stellung via E-Mail zukommen ließen. Vielen Dank im Voraus. Nix da. Okay. Ja, müssen wir es halt ohne die Polizei erstmal selber, ne, versuchen rauszufinden, was da abgelaufen ist. Ja, und es geht im Artikel weiter. Prinz Harry konnte ungestraft mit Nazi-Uniform und Hakenkreuzbinde öffentlich ausgestellt werden. Viele Schauspieler zeigen sich weltweit in Kinos, auch in der BRD und in Berlin. In Swastika-Montur. Frau Merkel gar wurde in Griechenland mit Swastika, also ist das Hakenkreuz, ne, in Medien offiziell und international abgebildet, ohne dass sich auch nur irgendeiner gemeldet hätte. Aber ein Untergrundkünstler, der wird dafür bestraft und mit einem SEK-Einsatzteam geschult für Anti-Terror-Einsätze. Das kommt da ca. 15 Mann stark, schwer bewaffnet in die Wohnstube von Dennis, nachdem die Tür eingetreten wurde, und konfisziert vor allem seine Spielzeugpistole. Was steckt dahinter? Tyrannei? Angst und Schrecken verbreiten unter den kleinen Leuten? An die Großen, wie Prinz Harry aus dem Hause Windsor oder auch Sachsen-Coburg, gehören übrigens zur Gruppe der DIMS, der dominanten irrsinnigen Minorität. Ja, da wagt man sich wohl nicht so sehr heran, oder? Dafür ist die SEK, die sehr eifrigen Kollegen, ein bisschen zu klein. Denn hinter Prinz Harry steckt ja die ganze britische Berufsarmee, gell? Also während den Anfängen stellt wieder ein menschenwürdiges Leben her, und über das und vieles mehr werde ich hier heute mit meinem Gast Dennis diskutieren, und er wird uns ein bisschen erzählen, was da so abgeht, gell? Oder? Ja, also, das wird hochspannend. Ich hatte eigentlich auch schon mal in einer ersten Sendung im Februar kurz darüber berichtet, aber natürlich ist es toll, dass wir ihn jetzt hier heute live bei uns haben. Und wir schauen mal, ob er sein Mikro schon aufgeschaltet hat. Dennis, bist du da? Ich bin da, ja. Ja, erstmal herzlich willkommen hier in die Sendung. Ja. Klasse, dass du das einrichten konntest, weil du bist so ein bisschen aus deinem normalen Leben gerissen, seitdem sie dir alles gemobst haben. Aber das wirst du uns jetzt vielleicht gleich mal erzählen. Wir werden unglaubliche Sachen auch noch zu hören bekommen. Glaube ich auch Premieren, ne, sozusagen, oder? Also ja. Dennis, vielleicht sagst du auch noch mal ein bisschen was zu dir für die Leute, die dich vielleicht noch gar nicht kennen sollten. Ja, na, also das TTA, wie du vorhin so schön gesagt hattest, das ist übrigens die Abkürzung für The True Association. Also mein Künstlername ist The True Association. Und zwar habe ich mir diesen Namen ausgesucht, weil das Wort Association ist ja im Englischen doppeldeutig zu betrachten. Einmal bedeutet Association, sagen wir es mal lieber auf Deutsch, das Assoziieren von irgendetwas, was man betrachtet. Der eine hat eine andere Assoziation wie der andere. Und des anderen Falls bedeutet Assoziation so viel wie die Gesellschaft. Ja, kleinen Moment, mein Kollege hier, der musste mal ganz kurz weg. So, ich bin beim Kollegen gerade zu Hause, weil man hat mir ja meinen PC mitgenommen. Und deswegen kann ich leider nur übers Internet, indem ich von Freund zu Freund hier rumspringe hier, also nach Hause fahre und dann bei denen das Internet nutze. Ich bin jetzt beim Kumpel, wie gesagt, zu Hause. Auf jeden Fall zurück zur Sache. Auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, vor circa 8 Jahren habe ich damit begonnen, dass ich die Menschen auf diverse Missstände, auf diverse Ungereimtheiten in geschichtlichen, politischen und so weiter aufmerksam mache. Und ich habe mir gedacht, ich werde das Ganze kombinieren, und zwar mit Komik. Denn ein weiser alter Mensch in frühester Zeit hat mal gesagt, wenn du möchtest, dass die Menschen dir zuhören, dann solltest du das, was du ihnen zu vermitteln hast, ihnen witzig erzählen. Denn wenn sie denn lachen, dann weißt du, sie haben dir zugehört und auch verstanden. Naja, auf jeden Fall habe ich dann viele, viele Videos gemacht, so zwischen 300 bis 400 Videos.
Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, sie so komisch wie möglich zu gestalten, natürlich mit meinem eigenen Humor. Ich weiß natürlich nicht, jedermanns Humor zu wissen, weiß ich nicht, jeder hat seinen eigenen Humor. Aber ich gehe mal davon aus, so unwitzig können meine Videos ja nicht gewesen sein, weil viele Leute haben mir geschrieben, ihr habt, dass sie ja meinen Humor wirklich brüllend komisch finden. Einer schrieb mir sogar mal, dass er also ich habe ein Video gemacht, das trug den Titel Kinderschänder und Tierquäler in der neuen Weltordnung, wo ich auf witzige Art und Weise versucht habe zu erklären, was es mit den Tierquälern und vor allen Dingen mit den Kinderschändern hier in unserer BRID oder von mir ist auch BRVD, Treuhandfondsgesellschaft hier, was es mit denen auf sich hat, wozu sie dienen könnten, was man mit denen machen könnte, wozu man sie nutzen könnte und so weiter und so weiter. Und da schrieb mir einer, mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass man ein Thema wie Tierquälerei und Kinderschänderei mit Komik kombinieren könnte. Gratulation, ich bin wahrscheinlich der Erste auf diesem Planeten, der das hingekriegt hat. Ja gut, genug der Selbstbeweihräucherung. Auf jeden Fall, ich habe also in den letzten 8 Jahren so zwischen 300 bis 400 Videos erstellt und bin auch anderweitig aktiv gewesen. Ich habe ein Buch geschrieben und ich habe mich mit vielen, vielen Leuten getroffen, wie zum Beispiel mit dem Bernd Mattes oder mit Conrebi oder mit dem Honigmann oder mit Tix, Tix für alles kein Gesetz, der Tix und so weiter und so weiter. Und habe mit denen viele, viele Fakten, Informationen und so weiter ausgetauscht und habe sie natürlich auch in meinen Videos gut verwenden können und eingebaut. Und ja, jetzt ist natürlich die große Frage, wie du eben selber schon die Frage gestellt hast, Detlef. Die Frage ist, weswegen ist die SEK jetzt bei mir zu Hause eingedrungen? Also sie haben ja mitunter behauptet gehabt, ich wäre ein Terrorist oder ich würde terroristische Aktivitäten irgendwie betreiben und so weiter und so fort. Das kann aber irgendwie nicht so ganz sein, weil wir die Polizei ja selber, ich gehe mal davon aus, das war die Polizei gewesen, können natürlich auch Mafiosis gewesen sein, die sich als Polizisten ausgegeben haben, ich weiß es nicht. Aber wir nehmen mal an, es waren Polizisten. Sie haben mir gesagt gehabt, sie haben alle meine Videos sich angeguckt. Wenn dem der Fall sein sollte, egal ob es auf Vimeo oder auf YouTube oder auf welchem Kanal auch immer gewesen sein sollte, unter fast allen, mindestens 95% meiner Videos, steht unten drunter immer mein Skype-Account. Da steht immer der Text, Skype-Name von TTA, Abkürzung für The True Association, Doppelpunkt, Resurrector 21, wie du eben selber gesagt hast. Jeder darf mich kontaktieren, ich versuche mit jedem mich zu unterhalten, eine Diskussion zu finden, sofern er auch wirklich mit mir diskutieren möchte. Kommen natürlich nun wieder auch mal ein paar Leute auf Skype, die mir dann bloß sagen, dass ich meine Mutter, du weißt schon, oder sowas ähnliches, das bringt natürlich nichts, aber ich habe keinerlei Scheu, ich rede mit jedem. Egal ob Deutscher oder Ausländer, egal ob Mann oder Frau, ob links oder rechts politisch gesehen oder sonst irgendetwas, spielt überhaupt gar keine Rolle, interessiert mich nicht. Ja, auf jeden Fall kommen wir zurück zur Frage, warum sind die also nun bei mir zu Hause eingebrochen? Also es war der 27.02. gewesen, 2013, circa 10 Uhr morgens oder so ähnlich. Sie haben meine Tür total kaputt gekloppt und haben dabei gebrüllt, Polizei, 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 wie die Verrückten. Ich war noch im Schlaf gewesen, weil ich habe mir mit meinem Bruder zusammen am Abend bis zum Morgengrauen, der Film war sehr, sehr lang gewesen, haben wir uns ausgeliehen gehabt in der Videothek, den Film, wie hieß denn jetzt nochmal, Frankenweenie war das gewesen, von Tim Burton. Ist so ein Knet-Animationsfilm. Und den haben wir uns. Ja, ist egal. Ja, auf jeden Fall, ja gut, also ein Terrorfilm wahrscheinlich, ne? Nee, es ist ein netter, es ist eigentlich was für Kinder eher der Film, aber den könnt ihr auch Erwachsene angucken. Es ist so ein Knetanimation, so ein Stop-Motion-Film gewesen, so ähnlich wie Wallace and Gromit oder sowas. Ja. Also, wie gesagt, mein Bruder ist Künstler und der guckt sich mit mir sowas gerne an. Ich persönlich gucke auch sowas gerne. Wie gesagt, ist immer noch besser als hier so eine kitschigen Filme da, wie, was weiß ich hier, Pretty Woman oder sowas, nicht weiß, was für Frauen jetzt eventuell ist, sondern das ist mir einfach zu kitschig. Ich gucke lieber denn Filme, wo man merkt, da haben wirklich noch Menschen dran gearbeitet, wie zum Beispiel so ein Stop-Motion-Film oder Zeichentrickfilme, da merkt man wirklich, da sitzen noch Leute hinter und die machen auch wirklich etwas. Heutzutage kann ja wirklich jeder, wie Andy Warhol auch schon gesagt hatte, jeder kann sich eine Kamera schnappen und da irgendwie da einen Film hindrehen, dann gucke ich mir lieber so eine Filme an. Ist irgendwie unterhaltsamer. Egal. Auf jeden Fall, wir sind dann spät schlafen ja mein Bruder und Igge, in seinem Zimmer, ich in meinem Zimmer. Ich wohne mit meinem Bruder zusammen in einer WG. Und um 10 Uhr morgens habe ich dann natürlich noch gepennt und da haben sie in unsere Bude gestürmt. Ich betone unsere Bude, es ist nicht nur meine Bude. Und haben dann unsere Tür total kaputt gekloppt. Dann kamen sie total vermummt in unsere Zimmer eingestürmt, bei mir wie auch bei meinem Bruder. Und haben sich dann auf mir draufgesetzt, also haben mich natürlich umgedreht. Vorher haben sie mir natürlich noch eine geladene Waffe ins Gesicht gedrückt.
und haben dann von mir verlangt, dass ich ihnen meinen zweiten Arm gebe. Sie hatten nur meinen rechten Arm gehabt auf dem Rücken. Das Problem war gewesen, die haben mich so schnell umgedreht, dass mein linker Arm unter meinem Brustkorb eingeklemmt gewesen war. Und während er mir die Knarre in den Nacken gedrückt hat und mich angeschrien hatte, ich soll ihm verfickt nochmal meinen linken Arm geben, natürlich ganz rabiat und Gebrülle, habe ich dann zu ihm gesagt gehabt, natürlich in einem etwas quietschigen Ton, weil ich ja so gedrückt wurde, ich versuch's mal nachzuahmen. Würde ich ja gerne, Sir, ist aber leider ein bisschen schwierig, weil sie sehr, sehr schwer sind und mein linker Arm zwischen meinem Brustkorb und meinem Bett eingeklemmt ist. Wenn sie von mir runtergehen würden, könnte ich es hinkriegen. Auf jeden Fall hat der Polizist mein etwas gequietschtes Deutsch doch tatsächlich verstanden und ist dann von mir runtergegangen, habe ich ihm meinen Arm gegeben und ohne, dass er weiterhin die Knarre auf mir halten musste oder auf mich draufsetzen sich musste, hat er mir dann die Handschellen angelegt. Nebenbei erwähnt, sehr stümperhaft, weil der hat die Handschelle an meinem linken Arm oben am Ende meines Unterarms angelegt, sodass sie im Laufe meines Rumliegens auf dem Bett runtergerutscht ist und ich hätte locker rausrutschen können. So, als er dann fertig war, also in Anführungszeichen fertig war, stand er dann neben mir und hat mich die ganze Zeit als Wichser und als Assi bezeichnet, so ungefähr 3 oder 4 Mal. Habe ich dann da gelegen und habe es ihm gesagt gehabt, entschuldigen Sie, Sir, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu Ihrem Aufgabengebiet oder also dass es Ihre Aufgabe ist, mich zu denunzieren. Dann sagte er zu mir, weißt du was, du hast das Recht, deine Fresse zu halten. Da sagte ich zu ihm, während ich da so gelegen habe, ach so, er hat mich übrigens zugedeckt, weil ich bin Nacktschläfer. Ja, auf jeden Fall lag ich denn da und da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich weiß, dass ich das Recht habe, meine Fresse zu halten, aber ich mache es nicht. Na gut. Auf jeden Fall, dann war kurz Ruhe gewesen. Ich meine, ich habe in dem Sinne doch meine Fresse gehalten. Und dann sagte er dann so nach, ich würde mal sagen, so nach 20 Sekunden sagte er dann zu mir, sag mal, du Assi, hast du da etwa ins Bett gewichst? Weil der hat da so ein paar braune Streifen gesehen. Das war übrigens Hundekacke gewesen, weil, ob es jetzt er war oder sein Kollege, weiß ich nicht, aber einer von denen ist in Hundekacke getreten. Deswegen hat auch mein Flur die ganze Zeit nach Hundekacke gestunken, die letzten 2, 3 Tage. Also danach denn. Und ich sag denen zu, ja, also die Typen, die passen noch nicht mal auf, wo sie hintreten mit ihren Sporteinheitsstiefeln. Und dann lag ich denn da und hab dann zu ihnen gesagt, ich hab keine Ahnung, wie wär's denn, wenn sie's ablecken, dann wissen sie's. Daraufhin sagte er dann so, bist du Arschloch, du kannst immer noch deine Scheißfresse halten. Dann sagte ich ihnen zu ihnen so, naja, dann stellen Sie mir doch nicht so eine dümmlichen asozialen Fragen, Sir. Warte mal, Dennis, wir haben ein bisschen wieder schlechte, wahrscheinlich haben Sie jetzt zugehört, die sehr eifrigen Kollegen und haben jetzt wieder irgend so einen Zerrütter da reingelegt. Also im Moment war der Ton relativ schlecht. Ab wann ungefähr? Ja, ich werde mal Folgendes machen. Ich mache eine ganz kleine Musik und wir versuchen uns wieder nochmal neu zu verbinden. Okay. Weil das ist sonst einfach blöd, wenn man das also nicht so doll hört. Ne? Okay, also ich verbinde gleich nochmal. Moment, Geduld bitte alle. Bis gleich. Yeah. Deutschland, was ist los mit dir, Deutschland? Alles geht zugrunde, Mann, Alter. Yeah. Aha. Wie kann es so weit kommen, Deutschland? Es muss sich was ändern. Yeah. Ja. Wir sind Sklaven des Staates, Sklaven der Bürokraten. Was für uns bleibt, ist Arbeiten, Sparten. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich Miete zu zahlen hab, weil ich jetzt schon für ein paar Sneakers zu sparen hab. Ich muss Geld machen, ohne abhängig von anderen zu sein. Fucker, ich will es selbst schaffen. Wir brauchen eine Revolution. Ich will Bestätigung dafür, dass sich mein Credo lohnt. Der Fakt ist, so, jetzt haben wir's wieder. Ja, also der Dennis ist wieder da. Wir mussten nochmal neu verbinden, weil leider hatten wir da jetzt eine technische Störung. Okay, Dennis, du hattest jetzt erzählt, wie das auf dem Bett da ablief mit diesen sehr unschönen Geschichtchen. Genau, ja. Also auf jeden Fall kann ich weitererzählen, ja? Oder soll ich weitererzählen? Ja. Okay, auf jeden Fall war das dann so gewesen, hier gibt es bei uns auch gerade so eine, ich sag mal, so. Also ich glaube, ich bin stehen geblieben mit der Hundekacke. Ich habe zu ihm gesagt, na, wie wär's denn, wenn sie es ablecken, dann wissen sie es, Sir. Also ich meine, ich bin bestimmt kein Dr. Date, aber ich weiß, dass Wichsflecken garantiert so milchig weiß irgendwie aussehen und nicht braun. Na gut, auf jeden Fall hat er zu mir erneut gesagt, ich soll meine scheiß Schnauze halten. Gut, kein Problem. Ich habe ihm gesagt, werde ich sowieso nicht machen, aber wenn Sie wollen, dass ich meine scheiß Schnauze halte, warum stellen Sie mir denn so asoziale Fragen? So, dann war wieder kurz Ruhe gewesen, und circa diesmal eine Minute lang. Und dann hat er mir ernsthaft gesagt, ich möchte es betonen, du asozialer Hartz-IV-Empfänger. Genau das hat er so gesagt, als wenn ich es mir ausgesucht hätte oder mein Bruder oder mein Kollege hier oder wer auch immer, alle Hartz-IV-Empfänger hier überhaupt in ganz BRID-Land, ja,
Die haben sich garantiert nicht ausgesucht, Hartz-IV-Empfänger zu sein. Du asozialer Hartz-IV-Empfänger, hat er mich gefragt, ihr habt, wie kann so ein asoziales Stück wie du sich eigentlich so eine schicke Wohnung leisten? Und da habe ich ihn dann gefragt, na sagen Sie mal, das ist doch irgendwie oxymoronmäßig, das geht doch gar nicht. Wie kann ich denn ein asozialer Hartz-IV-Empfänger sein, wenn ich so eine schicke Wohnung habe? Und abgesehen davon, wie denn nun jetzt? Wollen Sie nun endlich, dass ich meine scheiß Fresse halte? Oder wollen Sie mir weiterhin so eine dümmlichen asozialen Fragen stellen? Dann hat er wieder zu mir gesagt, ach halt einfach deine scheiß Fresse. Und dann hat irgendjemand da im Flur gewunken, ich habe aber leider keine Gesichter gesehen. Und dann war die nächsten 2, 3, 4 Minuten lang Ruhe gewesen. So, dann hat man gesagt, hat er einen Aufpasser doch vielleicht gehabt, ne? Ja, genau, darauf komme ich gleich noch. Okay. Ich vermute mal auch, das war der Aufpasser gewesen. So, dann hat er mich entfesselt, nachdem man ihm gesagt hat, okay, die Situation scheint in Ordnung zu sein, und er hat sich nicht mir zu erkennen gegeben. Ich habe schon mit meinem Anwalt gesprochen, er sagte zu mir, dass die SWAT-Einheit oder dieses vermummte SEK-Personenteam da, also diese Person, die da vermummt war, ne, der war ja vermummt gewesen komplett, ne? Er hat die Pflicht, nachdem dann alles geklärt ist und ich dann entfesselt wurde, also da ist keine Gefahr mehr vorhanden ist, muss er sich zu erkennen geben. Ne? Er muss seine Maske abnehmen und er muss mir zeigen, wie er heißt, mit Personalausweis oder besser wäre natürlich ein Personenausweis oder ein Menschenausweis, aber das haben diese Personen ja nicht. Also seinen Personalausweis halt, und er muss mir auch seine Einsatznummer und alles geben, damit ich es mir aufschreiben kann, dass, falls ich denn eine Beschwerde abgeben möchte, was ich übrigens auch gemacht habe, dass ich dann auch weiß, gegen wem diese Beschwerde vorgeht. Ne? Naja. Auf jeden Fall hat er natürlich nicht gemacht. Er hat mich, und ich gehe mal von aus, mein Bruder denn auch, ich weiß ja nicht, was bei meinem Bruder drüben alles abgelaufen ist, hat er uns dann entfesselt, und dann durfte ich mich erstmal anziehen. Dann hatte ich so ganz kurz, so für circa eine Minute, so einen kleinen Schock oder so einen Zitteranfall gehabt. Ich muss sagen, relativ gesehen sehr kurz. Normalerweise haben die Polizisten mir nachher später erzählt, ihr habt, ist sowas ziemlich lange, bei manchen sogar tagelang. Ich hatte es nur kurz eine Minute gehabt. Das kommt vor, muss man ja auch verstehen. Ich war ja noch im Tiefschlaf gewesen. Ne? Auf jeden Fall. Dann habe ich dann erstmal gefragt, worum es ging, und natürlich habe ich auch gefragt, wie sieht's denn hier aus mit dem richterlichen Beschluss, weil ich kenne mich damit so ein bisschen aus. Zeigen Sie mir mal den richterlichen Beschluss, dass Sie überhaupt die Erlaubnis haben, hier eindringen zu dürfen, und naja, alles, was Sie da gemacht haben. Wie du schon weißt, hatten Sie keinen richterlichen Beschluss, nichts dergleichen. Die sind da reingekommen und ja, naja, gut. Und ja, was soll ich jetzt noch großartig erklären? Also Sie haben sich auf jeden Fall total daneben benommen. Und das Einzige, was ich noch hinzufügen möchte, bevor jetzt dieses kleine Schmackofatz da, was ich dazu gesendet habe, abgespielt wird. Sie haben zu mir gesagt, ja, dass Sie dort sind, weil Sie erstens eine Waffe gesucht haben, eine Pistole gesucht haben, mit oder ohne Munition. Und Sie suchten nach einem Messer, aufgrund dessen, weil dieses Messer angeblich verboten ist und eine gefährliche Waffe darstellt. Ja, Pistole wusste ich nicht, was Sie meinten, weil ich habe keine Pistole gehabt. Also habe ich denen dann erstmal das Messer gebracht, was ich im Zimmer meines Bruders befunden hatte. Das war so ein Klappmesser gewesen mit einer circa 12 oder 14 Zentimeter langen Klinge. Das kann man in dem Video sehen. Ich habe diesen Link schon mal aufgemacht. Den werde ich dir auch mal jetzt kurz hier reinschicken, wenn ich darf. Kann ich den hier bei dir jetzt hier reinschicken über Skype? Kannst du schon, aber anschauen kann ich es mir natürlich parallel nicht unbedingt. Vielleicht in der kleinen Pause oder so. Okay, na gut, ich schicke dir auf jeden Fall den Link, dass du es dir nachher mal anguckst. Ich schicke es dir privat zu. Auf YouTube gibt es auf jeden Fall ein Video von mir. Da befindet sich übrigens ausnahmsweise nicht mein Skype-Name drunter, Resurrector21, ausnahmsweise mal, ja. Es ist einer von diesen 5%, wo er nicht drunter ist. Okay, aber auf jeden Fall gibt es da dieses Video, es nennt sich Der Traum aller Antikapitalisten. Ich wiederhole, der Traum aller Antikapitalisten. Und in diesem Video sieht man eine Harrington-Jacke oder vielmehr eine Bomberington. So hat meine Mutter sie getauft. Das ist eine Kombination zwischen Bomberjacke und Harrington-Jacke. Diese Jacke, wenn diese Jacke so hergestellt werden würde, wie ich sie in diesem Video beschrieben hätte, hätten alle Männer auf diesem Planeten wahrscheinlich nur noch eine einzige Jacke in ihrem Schrank zu hängen, und zwar genau diese. Aber egal, auf jeden Fall. In diesem Video habe ich geschrieben, ihr habt, dass diese Taschen, die meine Mutter ist Modedesignerin und Schneiderin, in meine Harrington-Jacke eingenäht hatte, wunderbar dazu dienen, um zum Beispiel die Brieftasche oder das Handy oder das Zeckenverteidigungsutensil, ich wiederhole, das Zeckenverteidigungsutensil mitzuführen ist. Und dann sieht man in einem Foto dieses Messer in einer meiner Taschen. Da hat der Polizist zu mir gesagt, ihr habt, dass dieses Messer eine böse, ganz, ganz gefährliche Waffe ist, Herr Schulz. Dafür werden Sie Ärger bekommen. Und vor allen Dingen, wenn Sie in einem Video schreiben, dass Sie damit Personen, in diesem Falle im linken Milieu, umbringen wollen.
Also Verteidigungsutensil heißt nicht, dass ich damit losgehe und Linke töten möchte oder Zecken oder was auch immer. Es heißt, dass ich mich damit verteidige, falls eine Zecke oder eine Person oder ein Mensch aus der sogenannten politischen linken Szene oder aus welcher Szene auch immer kommt, mich angreifen würde. Und ich gehe mal davon aus, man wird sich ja wohl noch in der BRID, Bundesrepublik in Deutschland, verteidigen dürfen. Vor allen Dingen, wenn da so ein Psychopath da mich angreift, weil er der Meinung ist, ich bin irgendwie böse oder so ähnlich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das habe ich ihm dann auch erzählt gehabt. Und jetzt kommt der Knüller, dann sagt mein Bruder, der kam dann gerade raus aus seinem Zimmer und sagte, natürlich ganz zitterig, weil mein Bruder, der war wirklich total baff und perplex, der sagte dann so ganz zitterig, aber, das ist mein Messer. Und da haben die echt das Messer eingeklappt, wieder eingepackt in diesen Messerhalter, in diese Ledertasche und sagten zu meinem Bruder, ach so, okay, hier können sie wieder haben. Okay, geht in Ordnung. Und haben das Messer nicht mitgenommen. Sie haben das Messer, obwohl sie mir gesagt haben, das ist eine gefährliche, bubu-böse Waffe, dafür werde ich Ärger bekommen, haben sie nicht mitgenommen. Obwohl es die einzige mehr oder weniger Waffe gewesen war, die dort vorhanden gewesen ist. So, jetzt kommt der nächste Witz. Später sind wir dann runter in den Keller gegangen, weil diese Spielzeugpistolen, die oben gewesen waren, das waren uralte Spielzeuge, da war ich noch selber ein kleines Kind gewesen, die waren kaputt gewesen, sind wir runter in den Keller gegangen, weil sie gehofft haben, dass da unten vielleicht sich noch irgendwelche Waffen befinden. Und was haben sie da unten gefunden? Sie haben dort unten gefunden erstmal eine weitere, ich nenne sie auch mal Spielzeugpistole. Das war so eine Schreckschusspistole gewesen. Die ist übrigens auch kaputt gewesen, ja. Die haben sie dann eingesteckt, weil sie gemeint haben, okay, die sieht am realistischsten aus. Der Witz war gewesen, das war auch die gewesen, die in meinem Video zu sehen gewesen war. Warum ich so unten im Keller gelagert habe? Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr genau. Das lag wahrscheinlich daran, weil ich da diese Feuerwehraxt, ich habe eine Feuerwehraxt, die habe ich auch runter in den Keller gebracht. Die haben sie übrigens nicht mitgenommen. Kann ich auch beweisen, weil ich habe ja einen Zettel, da steht drauf, was sie mitgenommen haben, was nicht. Und Feuerwehraxt ist nicht aufgelistet. Abgesehen davon habe ich sie ja noch zu Hause unten im Keller zu liegen. Dafür haben sie aber, wie auch aufgeschrieben, eine Machete Machtak 2 von Walter mitgenommen. Und der Polizist sagte noch zu mir, das ist ein Werkzeug, keine Waffe. Eine Machete ist ein Werkzeug, keine Waffe. Haben sie aber trotzdem mitgenommen. Und was noch viel, viel schlimmer ist, abgesehen davon, dass sie da jetzt also ein Werkzeug mitgenommen haben und keine Waffen, also sie können mir nicht irgendwie was unterstellen, dass ich Waffen in meiner Wohnung gehabt hätte, außer dieses Messer, aber das gehört ja meinem Bruder. Jetzt kommt ja der Hammer. Sie haben dafür Sachen mitgenommen, die überhaupt nicht in meinen Videos zu sehen gewesen waren. Weil sie ja behauptet haben, sie nehmen alles mit, was sie in den Videos gesehen haben. Stimmt gar nicht. Sie haben mitgenommen, unter anderem, einen Speicherstick von meinem Bruder. Der gehört mir nicht. Sie haben mitgenommen die Kameras und die Fotokamera, die zwar ich vielleicht auch benutzt habe, das ist richtig, aber die gehörten meinem Bruder. Und sie haben in Anführungszeichen meine externe Festplatte mitgenommen, wo meine Daten drauf waren. Es sind zwar meine Daten, das ist richtig, aber die externe Festplatte gehört auch meinem Bruder. Er hat es mir nur gegeben, weil er noch eine zweite größere hat und da hat er mir seine kleinere sozusagen zur Verfügung gestellt. Die gehörten nicht mir, das habe ich denen auch gesagt. Und sie haben natürlich auch Sachen mitgenommen, die haben jetzt nichts mit Computern und so weiter zu tun, wie zum Beispiel haben sie mir eine Keltenkreuzkoppel mitgenommen. Ich wusste noch nicht mehr, dass ich die Keltenkreuzkoppel überhaupt habe. Ich dachte, die habe ich bei... Namensschild auch, ja genau, mein Kollege sagt mir gerade, stimmt, die haben mir auch ein Namensschild mitgenommen. Keine Ahnung, was sie damit wollen. Und eine Keltenkreuzkoppel. Da frage ich die Leute, dann Moment mal, das Keltenkreuz ist etwa verboten und selbst wenn, aber das kam doch in keinem meiner Videos drin vor. Da sagten sie, doch, das Keltenkreuz, das ist ultra böse, das ist Nazi, das ist ganz bubu-mäßig. Naja, gut, okay. Aber jetzt kommt's. Und meine schwarzen Sonnen, Atasol. Du weißt schon, die schwarze Sonne, ne? Ich habe meine schwarze Sonne als Wandschmuck, ich habe meine schwarze Sonne als Ketten, ich habe eine Uhr mit der schwarzen Sonne drauf, mein schwarze Sonnenring. Ich finde die schwarze Sonne Atasol einfach knuffi-tuffi, ne? Ich finde das Symbol einfach geil. Das haben sie nicht mitgenommen. Da frage ich noch, wie, das ist nicht verboten? Nö, das geht in Ordnung. Dabei also so ein bisschen inkompetent vielleicht oder ja, einfach Willkür. Ein ganz kleines bisschen könnte man sagen diesen Punkt, aber jetzt kommt ja der Gipfel. Dieses Ganze, was da abgelaufen, wobei nicht alles, aber ab einem bestimmten Punkt haben wir das aufgezeichnet, weil einer dieser, ich muss ihn leider so bezeichnen, ohne jetzt, wie gesagt, die Polizei beleidigen zu wollen, ich möchte die Polizei nicht über einen Kamm scheren, ich bin ja kein Faschist, aber einer dieser Polizisten war so dümmlich, dümmer als die Polizei erlaubt, der hat dann meine Kugelschreiber, ich habe da so 7, 8 Kugelschreiber auf meinem Schreibtisch zu liegen gehabt, hat da alle drauf gedrückt. Und einer dieser Kugelschreiber war aber eine Kugelschreiberstift-Kamera gewesen. Und da hat er, ja, und da hat er das Ganze also aufgenommen sozusagen. Okay, man sieht nichts, weil die Kamera liegt so, dass man nur das Holz sieht, ja. Aber man hört alles. Dann habe ich, als ich das dann bemerkt habe, habe ich natürlich einen Freudentanz aufgeführt, bin zum Kumpel gegangen, bei dem haben wir uns das Ganze dann angeguckt.
Und, was heißt, Blödsinn, Entschuldigung, ich habe Blödsinn erzählt. Ich bin zu ihm gegangen und bei ihm haben wir es herausgefunden. Und dann haben wir einen Freundentanz aufgeführt. So war es gewesen. Weil ich kann es ja zu Hause nicht rausfinden, weil ich habe ja keinen Computer mehr. Ne? Auf jeden Fall habe ich es bei ihm dann herausgefunden. Und da hat er dann einem anderen Kumpel Bescheid gegeben, der ist Musiker. Und der hat das Ganze, hat er dann entschärft. Also er hat diese ganzen Rausch- und Störgeräusche hat er weggemacht und so weiter. Ich hoffe, das hat er gut hinbekommen. Ich habe mir diese Version noch nicht angehört. Aber ich habe dir diese Version ja zugesendet, ihr habt, bevor diese Sendung jetzt hier begann. Und ich hoffe, die wirst du denn so die ersten 5 oder 11 oder 12 oder 13 Minuten, oder wie viel du auch immer da rausgeschnitten hast, wirst du dann mal abspielen. Das ganze Ding geht insgesamt über eine Stunde. Aber ich glaube, die ersten 10, 11, 12 Minuten müssten eigentlich schon reichen. Da hört man nämlich, weil du vorhin erwähnt hast, sie haben meinem Bruder Geld gestohlen. Du hörst auf dieser Aufnahme, dass sie das Geld gezählt haben. Und der Mann sagte zu mir, ich soll es meinem Bruder geben. Und ich sagte zu ihm, also zumindest habe ich so noch in Erinnerung gehabt, wieso denn? Lassen Sie es doch da in dem Schubfach liegen. Was glauben Sie denn, warum es da drin liegt? Und warum zählen Sie überhaupt mein Geld? Und da hört man auch das mit dem Messer, also wo wir dann uns miteinander unterhalten. Man hört, wie ein Polizist da erzählt, ja, das sind die Personalausweise der BRD GmbH. Wobei ich dem Polizist im Saal, also falls dieser Polizist das sich irgendwann mal anhören sollte, BRD GmbH ist nicht ganz richtig. Das sagen einige Leute scherzeshalber. Es heißt BRID oder vielleicht auch BRVD, Bundesrepublik in oder von Deutschland, Treuhandfondsgesellschaft. GmbH, das sagt man nur so, weil, naja, manche Leute, die können sich das nicht so richtig merken, ne? Treuhandfonds, das ist so kompliziert. GmbH, Ende, Bub, und dann wissen die meisten schon Bescheid. Aber da weiß man also genau, die wissen schon ein bisschen darüber Bescheid. Und ich habe, wie gesagt, viele Fragen diesen Leuten gestellt, wie zum Beispiel, wissen sie denn überhaupt, auf was sie sich eigentlich eingeschworen haben, sie als Beamte? Sie sind doch allesamt Beamte oder Beamte geworden vor dem 31.12.2008. Da sagten die alle so zu mir so, ja, ja, weil die waren ja alle älter gewesen als 30, 40 Jahre und so, ne? Da habe ich zu denen gesagt, ja, da ihnen ist schon klar, dass sie, also wenn sie als Beamter eingeschworen wurden vor dem 31.12.2008, dann dienen sie doch, also sie sind eingeschworen worden für Nazi-Deutschland. Denn anhand der Gesetze, das ist der Paragraph 185 vom Bundesbeamtengesetz, gelten die Beamten bis zum 31., also die Beamte geworden sind bis zum 31.12.2008, als Beamte für Nazi-Deutschland in den Grenzen von 1937. Dann sitzen die, also dann stehen die, ja, dann stehen die da, gucken sich gegenseitig an und dann so, kein Kommentar, ne? Dann frage ich, Ihnen ist übrigens schon klar, dass am 1.12.2009, dass da etwas Delikates passiert ist, nicht wahr? Weil BRD-Personal oder so, ist eigentlich auch nicht so ganz richtig. Wir sind heute was ganz anderes. Was war dann am 1.12.2009/2010? Da sagten die Polizisten, ach Herr Schulz, komm, wollen wir uns nicht über so eine Nazi-Kacke da unterhalten, sondern lieber über was Vernünftiges? Ich sowieso unterhalten. Ich habe Ihnen als Beamter, als angebliche Polizisten, habe ich Ihnen eine Frage gestellt. Würden Sie mir bitte sehr diese Frage beantworten? Die Antwort war meistens immer gewesen, kein Kommentar, dazu nehme ich keine Stellung, ich werde Ihnen keine Antwort geben, immer wieder dasselbe. Die wussten nicht, dass am 1.12.2009 Fotze Ferkel, Entschuldigung, unsere Vorsitzende, in Anführungszeichen unsere, Anführungszeichen Ende, Vorsitzende Angela Merkel, dass die den Lissabonner Vertrag unterschrieben hatte, der am 1.12.2010 in Kraft getreten ist. Somit sind wir seit dem 1.12.2010 allesamt keine BRIDler mehr, sondern wir sind heute EUler. Also europäische Bürger irgendwie. Das heißt also, diese Gesetze von Nazi-Deutschland oder diese Gesetze der BRID oder BRVD gelten ja in dem Sinne gar nicht mehr für solche Leute wie mir oder der Kollege hier neben mir oder allgemein alle von uns hier, weil wir sind heute EUler. Das heißt also, wir richten uns, wenn man die Gesetze der EU wirklich ernst nimmt, wir tun mal so, als wenn wir sie ernst nehmen, dann richten wir uns einfach anhand der Mehrheit der Mitgliedstaaten. Und die Mehrheit der Mitgliedstaaten, wir nehmen mal ein Beispiel, beispielsweise, ja, nehmen wir Holocaust-Revision beispielsweise. 16 von 27 Mitgliedstaaten sagen, Holocaust-Revision, okeli-dokeli, geht in Ordnung. Das heißt also mit anderen Worten, ich verstehe überhaupt nicht, warum sie bei mir gewesen waren. Terroristische Aktivitäten habe ich nicht betrieben. Ich bin nicht Besitzer gewesen von irgendwelchen gefährlichen Waffen. Und die eine einzige gefährliche Waffe haben sie noch nicht mal mitgenommen. Und Holocaust-Revision ist ja seit dem 1.12.2009, spätestens seit dem 1.12.2010, vollkommen legitim hier in diesem Land. Wenn man sich anhand der Gesetze der EU richtet. Und wie meine Anwälte schon zu mir gesagt haben, genau danach richten wir uns denn übrigens auch. Weil wir wollen ja allesamt juristisch korrekt bleiben, nicht wahr? Pass mal mein auf. Ja, genau, mein Kollege lacht schon. Ja, genau, wir bleiben doch juristisch korrekt. Ja, ja. Deswegen hat wir haben ja auch gleich nochmal in der zweiten Stunde ausgiebig Zeit, auch noch über diese ganzen Dinge zu reden, weil wir kommen so langsam auf die
ja, die kleine Gedankenpause zu. Und ich wollte eigentlich jetzt dann noch vor der Pause dieses Stück von dir einspielen. Ja, das, aber selbstverständlich, ist ja deine Sendung. Ja. Nee, das ist unsere Sendung heute. Okay. Aber ich muss so ein bisschen halt auf die Zeit achten. Und was jetzt noch besonders ist, denke ich, ist, dass wir dieses Stück, was du jetzt gesagt hast, diesen Ausschnitt, diese Aufnahme, die du quasi im Geheimen, unbewusst, dass es überhaupt geschah. Ich habe sie nicht aufgenommen. Das waren die Polizisten selber gewesen. Ja. Die haben das selbst aufgenommen. Die haben sich selbst aufgenommen, genau. Die haben sich selbst aufgenommen, ja, genau. Okay. Aber wovon du eben auch nichts wusstest, erst später dann das gecheckt hast, ja. Das wollen wir uns eben auch nochmal anhören, weil es ist wirklich auch von mir. Darf ich aber eine Kleinigkeit noch erwähnen, die ist vielleicht noch wichtig zu betonen, wegen dem, was ich eben gesagt habe. Der internationale Gerichtshof von Den Haag, hat am 3.2.2012, hat er bestätigt, zwar implizit, aber er hat es bestätigt, dass die Bundesrepublik von oder in Deutschland kein nationaler souveräner Staat ist. Gesetze, Paragraphen und Artikel, egal ob im Grundgesetz oder in irgendeiner angeblichen Verfassung, die wir haben, wenn wir mal irgendwie träumen dürfen oder so ähnlich, sind somit nicht legitim. Sie können nur legitim sein, wenn unser Land hier, oder dieses Land, unser Land ist es ja schon lange nicht mehr, das gehört ja anderen Leuten, ne, so Typen, so, die man Zionisten nennt, wenn dieses Land als national souverän anerkannt wird. Es wird nicht als national souverän anerkannt, somit sind alle Gesetze der Bundesrepublik in oder von Deutschland nicht legitim, nicht anwendbar, sind allesamt Pustekuchen. Wollte ich nur noch ganz kurz noch erwähnt haben. Ja, und darüber wird ja auch viel diskutiert und es gibt ganz viele Ansichten diesbezüglich von sehr vielen verschiedenen Seiten. Aber ich denke, es muss einfach mal auch ausdiskutiert werden und ich bin froh darüber, dass du mal deine Ansicht hier so klar und deutlich sagst. Detlef, ist nicht böse, ich meine von mir, aber da gibt's nicht mehr zu diskutieren. Der internationale Gerichtshof in Den Haag steht über alle Richter der Bundesrepublik in oder von Deutschland. Da gibt's nichts mehr. Wenn die sagen, ist nicht so, na, was will denn hier irgend so ein Pusemuckel-Richter denn da machen? Will der einen Handstand machen oder an der Decke Fahrrad fahren? Da gibt's nichts mehr zu diskutieren. Sie haben es gesagt, ihr habt, die stehen über die BAID und somit ist finito. Die Bundesrepublik in oder von Deutschland ist kein nationaler souveräner Staat. Punkt. Und da kann Dr. Schachschneider oder Professor Hankel oder wer auch immer da können die da diskutieren, bis ihre Bärte, was sich den Boden berühren, das interessiert dann nicht mehr. Es ist so. Punkt. Ja, gut. Aber ich bin immer offen für Diskussion. Ich sehe das auch so. Das muss man auch. Der Punkt ist ja, Dennis, das hast du ja wunderschön gesagt eingangs, man muss ja die Leute, die zuhören, auch mitnehmen. Fahrt und wenn du denen sagst, es ist nur so und anders geht's nicht, das für viele müssen ja erstmal überhaupt in diese Materie einsteigen, haben überhaupt keinen blassen Schimmer. Nicht falsch verstehen. Ich meinte damit jetzt nicht, dass ich mich mit niemandem darüber unterhalten möchte. Na klar, mit Leuten, die sich mit der Materie noch nicht auskennen und so weiter, mit denen rede ich natürlich darüber. Aber wenn jetzt da irgendein Richter kommt und der will mir hier irgendwas jetzt hier erzählen, hier, weiß ich jetzt nicht, hier irgendwie blibablubben, bla bla bla, dann sage ich zu dem Richter, nein, entschuldigen Sie bitte. Also entweder Sie sind für das Amt, was Sie da bekleiden, irgendwie nicht so richtig tauglich oder Sie sind nichts weiter als ein Handlanger des internationalen Judentums oder vielmehr der Zionisten auf diesem Planeten. Und dann werde ich mich mit sowas wie Ihnen sowieso nicht unterhalten. Und ganz ehrlich, das möchte ich auch noch ganz kurz noch hinzufügen, bevor das Tonbandgerät abgespielt wird. Einer der Polizisten ist leider natürlich nicht auf dem Tonbandgerät zu hören, also auf die Tonbandaufzeichnung meine ich, ist nicht zu hören. Einer der Polizisten hat zu mir im Auto nachher gesagt gehabt, die Polizei ist schon lange nicht mehr Ihr Freund und Helfer. Die Polizei ist spätestens seit dem Mauerfall nichts weiter mehr als die Handlanger des internationalen Judentums oder Zionisten. Das hat der Polizist wortwörtlich mir direkt in die Fresse gesagt, also richtig ins Gesicht gesagt gehabt. Und ich meinte dann so zu ihm, wissen Sie überhaupt, was wäre, wenn ich jetzt hier ein Aufnahmegerät dabei hätte? Ja. Wenn ich das veröffentlichen würde, also wenn das hier mit auf meiner Aufzeichnung drauf wäre, boah, der Typ, der wäre seinen Job losgeworden. Ja, absolut. Und ich will da vielleicht auch nochmal für diejenigen, für die das auch vielleicht auch Neuland ist, weil wir haben ja auch sehr viele neue Zuhörer, die auch erst so einsteigen in die Materie. Es gibt natürlich schon einen Unterschied zwischen Zionismus und Judentum, weil ein Zionist kann auch jemand sein, der überhaupt gar nicht des jüdischen Glaubens ist. Richtig. Und Zionismus ist eigentlich eine politische Richtung, hat eigentlich weniger mit Religion zu tun. Das wird auch häufig nicht verstanden, weil man eben die Hintergründe nicht kennt. Aber wir wollen auch nicht zu viel hier davon reden, sondern wir wollen natürlich deine Geschichte hören. Und ich denke, ich spiele es jetzt mal ein. Ich muss es ein bisschen, ich habe es ganz so ungeschnitten gelassen. Ich habe nur eben den Teil genommen,
damit es, finde ich, jetzt nicht eine ganze Stunde zuhören. Ja? Ja, nee, ich will ja auch nicht alles, veröffentlichen lassen, weil ich möchte ja noch etwas im Hinterpetto haben, wenn wir denn gegen das Gericht, also wenn das Gericht mich dann einlädt, da zur Verhandlung, alles drum dran, dann würde ich dann liebend gerne mal dem Gericht da so einige Stellen mal vorspielen und denen dann mal fragen, also wer auch immer der Richter oder die Richterin sein wird, was sie dazu oder was er dazu denn zu sagen hat, nicht wahr? Und da bin ich mal gespannt, wie rot er anläuft vor Scham, weil das ziemlich peinlich werden wird, also für das Gericht natürlich. Okay, und gleich jetzt wegen der Zeit, wir machen auch gleich nach dem Durchlaufen dieser Tonaufnahme die musikalische Pause, also ich werde mich dann einfach dranbleiben. Ja, einfach dranbleiben. Hier ist der Detlef vom Wake News Radio, klasse, dass ihr alle da seid. Wir hören jetzt dieses als Premiere hier bei mir bei Wake News Radio, was hier die Polizisten, die sehr eifrigen Kollegen vom SEK selbst aufgenommen haben, weil sie selber den Auslöser drückten. Also, bis gleich. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Mehr, ne? Ja, ich habe ja gesagt, ein paar mehr, ja.
Die insgesamt haben wir rund 340 Stück, aber die meisten gehören meinem Bruder, weil er ist ja, wie gesagt, der Künstler. Ich benutze ihn nur für meine, ja. Warum wolltest du so viele? Auch, aber jemand. Ich mach den schon. Das hatte ich gestern frisch bezogen. Scheiße. Die Klamotten habe ich schon, also das ist jetzt ja, aber das hört unsere Leute noch unter Großvater, ich verstehe. Das Messer aber wie mit der Jacke da, ja, im Internet präsentiert haben. Ja. Darum geht es. Das kann man überall kaufen. Das ist, ich wusste nicht, dass das so was verpassen zu mir ist. Thank you.
Vorräte von Bremner. Ja, genau, das stand da unten schon. Ja, aber das war nicht mit einem Personalausweis, wir sind doch keine Gegenstände, wir sind doch Menschen. Ja, aber so war das ja doch richtig. Aber die haben doch einen Ausweis von schon recht. Natürlich, wollen wir auch haben. Na, ja, wer sieht denn noch ein Wort machen? Ja, eigentlich stimmt. Ja, eigentlich den Überblick über Ihre Ausweise, Frau Johann Reimer. Ja, mal, ich habe noch den Fall mit Führerschein dazu. Das müssen wir gerne alles haben. Das würde ich ja gerne wieder. Ja. Von einem gewissen Ernst Lorenz, der arbeitet übrigens für BND. Da gibt es noch eine Stelle, wo bei einem Diensten immer so, man weiß es nicht. Ja, der war aber wirklich eine Zeit beschränkt, hat man so lange geschaut. Gut, dann haben wir die Gewissheit für den Herrn, der nicht gefunden. Jo. So sieht die Sachen Personenausweis aus. Mhm. Das ist kacke. Der ist ja von der BRD GmbH. Genau. Jetzt wollen wir wieder. So, mal schreiben, ne? Richtig, das ist mein Wohnzimmer. Nee. Ich weiß nicht, also wenn du mich wegen Diensten keine Schwarzen könnte ich das eventuell sogar verstehen, aber wegen Diensten, ja, das verstehe ich nicht. Also ob man sagt, was ich nicht verstehe, sie können richtig scharfes Messer, womit man jemanden wirklich 27 Mal Platz stechen kann, weil er was richtig mit solchen Händchenheiten hatte, können sie überall kaufen für 1992. Aber das Ding kann doch irgendwie verboten sein, kapiere ich nicht. Naja, der Hitler muss es ja auch mal anmachen schon. Ja, aber der Hitler nennt man die Messer zeigen und als Deckenbekämpfungsmittel bezeichnet vor rechten Hintergrund. Ja, was ist denn gegen den Freund von Zecken? Also ich hasse diese Viecher, wenn sie so meine Haare anfummeln. Ja, klar. Dann nehmen sie ein Messer und gehen sich damit durch die Haare. Ja, manche Leute haben da, wie gesagt, keine anderen Mittel, weil sie sind, wie gesagt, nicht besonders reich. Gut, okay, das ist jetzt völlig verarscht. Ich mal, das haben sie bestimmt schon wieder. Egal, sagen, die tun doch gerade. You're listening to the International Community Radio Network. Geplant ist all dein Leben, schon bevor du es siehst. Der Arzt weiß, wann du zu kommen hast und wie du liegst. Nur eins kann er nicht wissen, ob du willkommen bist oder weilst du auf der Welt nur einen Augenblick. Einfach nur leben, leben einen Tag. Einfach nur leben, leben wie's mag. Bevor du es verstehst, der eine weiß, wo du sitzen sollst, der andere, wie du gehst. An unsichtbaren Fäden hängt scheinbar dein Geschick. Du musst das Netz zerreißen, komm, entdecke dich. Einfach nur leben. Einfach nur leben, leben jeden Tag. Einfach nur leben,
dein Leben ist ein Werbespot und du fragst nicht warum. In virtuellen Welten siehst du deine Bahn und fahr die Küste runter und fang zu leben an. Einfach nur leben, leben jeden Tag. Einfach nur leben, leben wie's mag. Einfach nur leben, leben jeden Tag. Einfach nur leben, leben wie's mag. Leben wie's mag. Leben wie's mag. Leben wie's mag. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. So, ist der Detlef wieder aus dieser kleinen Erholungsdurchbußpause nach diesem live eingespielten, von den sehr eifrigen Kollegen selbst aufgenommenen eigenen Sprache, wo sie beim Dennis eingebrochen sind, ja, in die Tür, alles zerstört und ihn dann ausgeraubt haben. Ja, haben sich dann auch noch selbst mit aufgenommen. So muss es sein, ne? Okay. Und dann hätten wir natürlich in der musikalischen Entspannungsphase danach von der Regenlaune einfach leben, ja? Und ja, wir sind also hier heute am 14. März 2013 in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung. Ja, mit dem heißen Thema Berlin, die Hauptstadt der Tyrannen. Ja, und wir hatten schon in der ersten Stunde unseren Gast, den ich hier gleich wieder reinhole, den Dennis, der also selbst in Berlin wohnt und eigentlich, das hat er uns noch gar nicht erzählt, auch ausgebildeter Ingenieur ist, also eine akademische Ausbildung sogar hat und natürlich auch Comedian ist, so bezeichnet er sich selbst. Ich bezeichne das ja als Kabarettist-Aktivist. Das heißt, er ist also sehr gesellschafts- und politisch kritisch. Ja, und das ist etwas, was in dieser Kombination, wie er es macht, im Videos für die Mächtigen nicht so angenehm. Und deswegen starten sie ihm hin und wieder hier offenbar mal auch einen Besuch ihrer eigenen Schutztruppe ab. Ja, und da der Dennis uns gewaltige Geschichten erzählt, wer jetzt erst eingeschaltet haben sollte, kann das natürlich dann nachher in der Wiederholung, die ich anschließend an die Live-Sendung mache, nochmal anhören. Und später laden wir es als Video hoch. Ja, und wir haben natürlich dann in dieser Aufzeichnung auch gehört, wie die dort vorgegangen sind. Und das bestätigt im Prinzip das, was uns Dennis auch erzählt hat. Und Dennis ist jemand, der gut erzählen kann, weil er einfach eine gute Rhetorik hat und eben durch seine Videoproduktionen und seine ja, lustige Art und Weise, eben die Dinge vorzubringen, kann er sich gut ausdrücken. Und das ist für viele auch nicht so ganz leicht zu verdauen, ne? Vor allem für diejenigen, die eigentlich immer dann hoffen, dass sich alle dann vor den bewaffneten Uniformierten in den Staub schmeißen, vor Angst bibbern. Aber das macht er so nicht. Und aber es gibt natürlich Missstände, nicht nur in der BRID, wie er sagt, oder BRVD, sondern auch natürlich in Berlin selbst. Und ich denke, schauen wir mal, ob Dennis schon wieder da ist. Dennis, bist du schon wieder drin? Ich bin die ganze Zeit da, ja. Super, ja, klasse. Also du hast das wunderbar erzählt, wie das abgelaufen ist. Aber es gibt natürlich noch viel mehr, ja, was eigentlich dich auch überhaupt dazu geführt hat, dass du überhaupt dich in deiner Art kritisch äußerst. Was ich als künstlerisch sehe, ich hatte dich ja auch so eingeführt in dem Artikel, den man auch nochmal nachlesen kann für alle die, die das noch nicht geschafft haben. Bei myawakeness.wordpress.com gibt es einen Artikel zur heutigen Sendung. Ja, also du bist eigentlich für mich jemand, ich habe dich auch das erste Mal, glaube ich, 2009 bereits mal gehört, vor allen Dingen zu den Antifa-Videos, die du gemacht hast. Und das hast du ganz witzig gemacht. Das ist auch eine besondere Berliner
Geschichte, glaube ich, weil das da besonders krass ist. Und das fand ich immer sehr lustig. Und für mich warst du da immer ein Künstler. Also ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass du ein politisch radikaler Terrorist seist. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Naja, es geht ja schon los, wenn man zum Beispiel sieht, wenn ich zum Beispiel bei der Timon und Pumba Musik aus dem Film Der König der Löwen da so Nazi-Hula-Tanz da aufführe. Also wenn jemand das als rechtsradikale Verbreitung von bösen Gedankengut oder so definieren möchte, das muss dann wirklich einer sein, der auf einem Level sich befindet untersten Level sich befindet, keine Ahnung, der ist irgendwo zwischen gut und böse einzustufen. Ich meine, was für ein grenzlos debiler Vollmongo muss das sein, ja? Der, wenn er sieht, wie da jemand als Nazi oder Neonazi oder vielmehr Naso, ich bin kein nationaler Zionist, ich bin ein nationaler Sozialist, wenn überhaupt, aber ich bin, na egal. Auf jeden Fall, wenn ich denn da also als Comedian denn da rumtanze in einer Neonaso, Neonazi, wie auch immer Uniform da, zur Timon und Pumba Musik. Ja, mein Kollege hier neben mir lacht schon, das ist einfach nur albern, ja. Und man bezeichnet das als Verbreitung von rechtsradikalen Gedankengut. Ja, naja gut, okay. Ich meine, dass bei der Polizei und auch bei den Richtern natürlich einige Dösbaddels rumhocken, das möchte ich bestimmt nicht in Zweifel stellen, das ist bestimmt der Fall. Aber dass da einige grenzlos debil blöde sind, also richtige Vollmongos sind, das hätte ich echt nicht gedacht. Oder wenn man sieht, wie ich zum Beispiel in dieser Uniform da, also als sogenannter Neonaso, hinter mir befindet sich denn da so ein Nausikae-Poster. Nausikae, das ist ein Anime von 1984, den definiere ich als den mindestens zweitbesten Anime, der je hergestellt wurde. Also ein Nazi oder Neonazi oder Naso oder Neonaso, der im Hintergrund ein Nausikae-Poster hat, ein Anime-Poster, was 500 Euro gekostet hat, nebenbei erwähnt. Ja, logisch, ne? Ist ja sowas von einleuchtend, ne? Oder wenn ich dann in einem anderen Video zu einer japanischen Psychedelic-Rock-Pop-Musik-Band, die heißt Wade, wenn ich denn da ebenfalls rumhample da mit meiner Neonazi, Neonaso, wie auch immer Uniform da, und dann verkleide ich mich denn da auch noch als Linksextremist, der, ich sag mal, durchschnittlich doof ist, also nicht extrem blöde. Es gibt noch dümmere Antifanten und Linksextreme. Aber man muss doch sehen, wenn ich mich da als Schnullerbacken-Vollidiot mit einer rosaroten Brille, als Antifantentrottel, der durchschnittlich blöde ist, und dann auch noch als Neonazi verkleide. Also das soll die Verbreitung von rechtsradikalen Gedankengut sein? Zur internationalen Multikulti-Musik? Mit einem Nausikae-Poster im Hintergrund? Während ich Hula tanze? Das ist doch Schwachsinn. Also der Richter, der so grenzlos debil vollmongomäßig ist, das nicht zu erkennen, dass das Satire, dass das Comedy, dass das, ja, Comedy, Satire ist, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also der Richter tut mir wirklich leid, den sollte man einweisen. Ja gut, also die Möglichkeit gibt's auch. Man kann jemanden natürlich auch einweisen lassen, auch einen Richter, ne? Das geht schon. Ach, das geht? Ja, das kann man machen, man kann das beantragen. Dann werde ich mal mit meinem Anwalt darüber reden. Also wie gesagt, die arme Sau ist nicht beleidigend gemeint. Ich möchte jetzt den bestimmten Richter, der später für mich verantwortlich ist, nicht beleidigen. Aber die arme Sau von Richter, die sich meiner annehmen wird, ich werde da aufkommen mit wirklich Anwälten, ich nenne sie mal, ja, wie nennt man so Anwälte, ich nenne sie mal freiberufliche oder selbstständige Anwälte, also die machen das als, nennen wir so Hobbyanwälte beispielsweise, und ungefähr zwischen 50 bis 150 Skype-Freunde, Berliner Freunde oder YouTube-Freunde oder wie man sie auch nennt, die kommen alle nach Berlin gefahren, wenn der Tag kommt, wo ich vor Gericht geladen werde, und da möchte ich mal den Richter da oben sehen, der mich dann irgendwie wegen Terrorismus, Besitz von illegalen, bösen Waffen oder Bomben oder so ähnlich und natürlich wegen Holocaust-Revision, da möchte ich mal sehen, wer von denen mich denn da bitte sehr verklagen oder anklagen möchte. Der tut mir jetzt schon leid. Ich meine, ja, das heißt Betreuungsantrag. Also einfach einen Betreuungsantrag stellen, ein bisschen begründen, weil das hat die BRD, der Bundestag, vor kurzem die Erleichterung, dass man das machen kann, beschlossen. Ne? Darüber werde ich auf jeden Fall mal mit meinem Anwalt mich unterhalten. Man muss nämlich bedenken, jetzt kommt nämlich das Lustige, wenn tatsächlich irgendwann mal ich angeklagt werde und so wie die ganze Sachlage liegt, hat mein Anwalt mir schon gesagt, durch die EU-Gesetze und die Zeiten haben sich halt geändert. Damals, als der Horst Mahler den Holocaust revisioniert hatte, das war noch vor der Unterzeichnung des Lissabonner Vertrags gewesen, ne, am 1.12.2009, da waren die Gesetze, egal jetzt, ob tatsächlich die Bundesrepublik in oder von Deutschland national souverän gewesen war oder nicht,
sie war es natürlich nicht gewesen, aber damals könnte man ja noch irgendwie pervers dran glauben. Da konnte man anhand der Gesetzeslage den Horst Mahler tatsächlich irgendwie, indem man das gesamte Volk hier in diesem Land hier verarscht, irgendwie ins Gefängnis schmeißen. Zwar übertrieben mit 12 Jahre, man darf ja nicht vergessen, hier in Berlin, wir wollten ja gleich über die Lage in Berlin reden, hier in Berlin hat im selben Jahr ich glaube, es war ein Araber oder ein Türke, ich weiß es jetzt nicht mehr, irgend so ein Deutscher mit Migrationshintergrund, hat seiner Cousine 27 Mal mit einem Messer, welches weitaus größer war als das, was sie bei uns zu Hause gefunden haben, also das Messer von meinem Bruder, hat er 27 Mal ins Herz gestochen, weil sie mit einem Nicht-Musel, ich glaube, mit einem Deutschen war es gewesen, Händchen gehalten hatte. Da muss man natürlich ihr 27 Mal ins Herz stechen, ist ja logisch, ne? Und er hat doch tatsächlich, ich meine, der hat ja das nur zweitschlimmste Verbrechen damals begangen, was man begehen konnte, Mord, das Schlimmste war ja Holocaust-Revisionieren, hat man ihn also 2 Jahre auf Bewährung gegeben. Und Horst Mahler hat für das schlimmste Verbrechen, was man damals begehen konnte, Holocaust-Revision, hat man ihm 12 Jahre gegeben. Das war in der alten Zeit, bevor unsere Fotze Ferkel, Entschuldigung, ich meine natürlich unsere Vorsitzende Angela Merkel, den Lissabonner Vertrag unterschrieben hat am 1.12.2009. Jetzt sind natürlich die Gesetze so, dass jemand wie ich besser dasteht, um genau zu sein, genial dasteht. Und bis jetzt wurde ja kein weiterer wegen Holocaust-Revision angeklagt. Das liegt einfach daran, weil diese, ich sage mal, möchte gern Beamten, diese Richter da, die Handlanger des internationalen Judentums oder Zionismus, sie wissen ganz genau, wenn das jetzt soweit kommt, dann werden da, wie gesagt, die Anwälte weitaus leichteres Spiel haben. Und wenn sie dann mich nicht verknacken können, dann bin ich derjenige, und das hat mein Anwalt oder meine Anwälte, haben sie mir das schon gesagt, ja, dank dieser Aufzeichnung, dank diesem Trottelpolizisten, ist nicht beleidigend gemeint, aber der war wirklich dümmlich, ja. Ich meine, wie kann man denn eine Kugelschreiberschriftkamera nicht erkennen? Dank dieser Aufzeichnung, da sie auch keine Waffe bei mir gefunden haben, keinen richterlichen Beschluss oder Befehl mir vorlegen konnten und so weiter und so fort, ja, und sich allgemein asozial benommen haben und. Also, das Ganze sieht so aus, hat mir mein Anwalt, meine Anwälte gesagt gehabt, als wenn ich derjenige demnächst sein werde, der wahrscheinlich das Holocaust-Revisionieren in dem Gebiet, was wir BRID nennen oder BRVD nennen, salonfähig gemacht hat. Das heißt also, ich wurde in den Olymp aufgehoben, hinaufgehoben der sogenannten großen Holocaust-Revisionisten. Ich bin jetzt irgendwo einzustufen, oder sagen wir mal vielmehr demnächst einzustufen, irgendwo zwischen Horst Mahler, Germar Rudolf, David Irving, Ernst Zündel, genau, oder Dr. Robert Forresen, oder Fred Leuchter, oder von mir aus auch Paul Rassenier, oder von mir aus auch Norman G. Finkelstein, wenn man den als sowas betrachten möchte, oder der ist übrigens Jude, oder von mir aus auch David Cole, der ist übrigens auch Jude, oder Jürgen G. Burg, der ist übrigens österreichischer, auch Jude. Also mit anderen Worten, ist mir übrigens vollkommen egal, ob man mich mit irgendwelchen jüdischen Revisionisten oder deutschen Revisionisten oder russischen Revisionisten oder französischen Revisionisten, interessiert mich überhaupt nicht. Ist mir sowas von Latte. Es geht nur darum, es ist geil, dass ich jetzt also durch diesen Fehler der Polizei demnächst wirklich in den sogenannten Olymp aufsteigen werde. Ja. Ja, das ist sehr interessant. Und ich meine, eben auch um das nochmal für die Zuhörer hier klarzumachen, es geht hier weder um irgendeine politische Richtung, noch geht es darum, irgendeine Religion oder irgendeine Rasse zu diffamieren. Ich wollte dich auch gleich dann zu Wort kommen lassen. Ich sage es nur von mir aus immer in meinen Sendungen. Aber wir reden ganz offen über die Dinge und vor allen Dingen über die Dinge, die geschehen sind und Ansichten dürfen geteilt werden. Das ist doch völlig klar. Und du hast da sicher auch deine Ansichten dazu. Mhm. Ja, also das mit dem internationalen Judentum oder Zionismus ist so zu sehen. Also wie du vorhin schon richtig gesagt hast, Zionisten können auch Personen sein, die gar keine Juden selber sind. Es gibt ja zum Beispiel christliche Zionisten. Es sind Christen, die aber für den Zionismus kämpfen. Und dann gibt es natürlich auch einige Antifanten oder Linksextreme oder Kommunisten oder Neokommunisten vielmehr, die kämpfen auch für den internationalen Zionismus oder Zionismus allgemein, wissen es vielleicht gar nicht selber, weil sie so dümmlich sind, dass sie es gar nicht mitbekommen haben, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Zionisten, die nicht jüdisch sind. Und das internationale Judentum, damit sind die Juden bezeichnet, das müssen übrigens keine Zionisten sein. Das sind einfach dann bloß, ich nenne sie mal Arschloch-Juden. Das sind Juden, die wissen ganz genau, dass da einiges in ihrer Clique, Gemeinschaft, Gruppierung, wie man das auch nennen möchte, mehr als daneben ist. Aber die sagen dann sowas wie, ja, drauf geschissen, interessiert mich nicht. Ich bin Jude, ich darf das oder so ähnlich. Die wollen zwar vielleicht nichts mit Israel zu tun haben, aber die sehen sich dann trotzdem als irgendwie was Besonderes an oder uns als irgendwas Untermenschliches oder als Tod oder als Gegenstand oder wie auch immer. Und naja, also ich sag's mal so, also für mich ist so etwas ein jüdischer Rassist oder ein rassistischer Jude oder so ähnlich.
Aber wie da wurde doch ein Buch geschrieben, das nennt sich Das elfte Gebot Israels. Das elfte Gebot, Israel darf alles oder so ähnlich. Kennst du vielleicht das Buch? Jetzt direkt nicht, aber ich meine, darüber wird ja auch international in vielen Ländern diskutiert, dass hier Israel besondere Rechte offenbar hat, also auch bezüglich seiner Bewaffnung. Nicht? Wir reden jetzt ja nicht von den Menschen, die dort leben, sondern von den Regierungen oder von den Verantwortlichen, die also ja auch über ein Atomwaffenarsenal besitzen, was ja noch nicht mal öffentlich bekannt ist. Ne? Weil, naja, ich sag's mal so, mir ist gerade eben aufgefallen, wir beide, oder ich in Anführungszeichen, ich bin so ein bisschen vom Thema abgeschweift, wir wollten ja eigentlich über die Zustände von Berlin sprechen, ne? Genau, aber ich meine, es ist durchaus gut, wenn man auch mal so einen kleinen Umschwung macht, international. Aber natürlich, wir sollten jetzt nochmal vor allen Dingen auf die Situation kommen, wie du. Dann mach ich jetzt mal wie die Verona Feldbusch. Das ist jetzt eine geniale Überleitung für mein nächstes Thema. Und zwar, wir waren gerade beim Judentum gewesen. Dann kommen wir doch mal auf das Thema mit dem Film Inglourious Basterds von Quentin Tarantino. Ich verstehe den deutsch-jüdischen Rat einfach nicht. Wir hatten vor langer, langer Zeit, da war hier noch Nazi-Deutschland gewesen, da wurde ein Film produziert, der hieß Jud Süß. Den kennst du bestimmt. Und der deutsch-jüdische Rat hat diesen Film Jud Süß für die BAID verboten, weil sie der Meinung waren, dieser Film würde Antisemitismus oder Judenhass verbreiten. Bei Semitismus oder Antisemitismus ist sowieso so eine Sache, weil es gibt ja auch Semiten, die sind ja keine Juden, aber lassen wir jetzt mal. Es geht nur darum, sie wollten den Film den Leuten nicht zeigen, weil sie der Meinung sind, er würde Judenhass fördern und so weiter, ne? Ja. Jetzt bringt aber der Quentin Tarantino da den Film raus Inglourious Basterds. Jetzt behaupten natürlich viele, dieser Film würde Deutschhass fördern. Ist auch richtig, ja, selbstverständlich. Aber zwar hauptsächlich indirekt, aber auf jeden Fall produziert oder fördert dieser Film Judenhass. Was will man denn von einem durchschnittlichen Menschen erwarten, der sich diesen Film anguckt, der sieht, wie dort asoziale, rumglucksende, grunzende, gackernde Juden auf einen, ja, anständigen, lieben, netten deutschen Soldaten da, oder diesen, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr in dem Film, ja, so einen deutschen Soldaten da mit einer Baseballkeule einprügeln und dabei grönen und jubeln wie irgend so ein 10-jähriger Milchbubi da, der, weiß ich nicht, gerade, was weiß ich, da, sein Baseball da gegen einen Hund geknallt hat oder so ähnlich und sich freut, weil der Hund gewinselt hat. Er ist doch kacke, ist das doch. Also egal ob Deutscher, egal ob Weißer, egal ob Ausländer, egal aus welchem Land, ob Mann, ob Frau, ob schwul, ob hetero, ob links oder rechts. Also wenn man da keinen Judenhass bei sich entwickelt, dann weiß ich aber auch nicht, ja. Also als ich den Film gesehen habe, ich bin ja noch jemand, ich sag mal, ich habe ja viel erlebt und viel gesehen und viel durchgemacht. Also ich habe mich unter Kontrolle, aber ich weiß genau, da gibt es eine Menge Menschen da draußen, wenn die denn vorm Kino, wenn sie dann rausgegangen wären, da irgend so einen Shalom-Shalom-Typen da gesehen hätten, da mit so einer etwas großen Nase oder so ähnlich. Ich glaube, die hätten dem seine Nase, hätten sie sowas von platt gehauen. Ja. Und das war ja nur eine Sache in dem Film, da kommen ja noch andere Dinge in dem Film drin vor, ne? Ja, man muss immer auch natürlich dazu wissen, dass alles, was filmmäßig produziert wird, und das ist ja aber, wenn man selbst einen Film macht, auch so, dass man ein gewisses Ziel hat. Du willst zum Beispiel kritisch sein mit deinem Film und vielleicht soll so ein Hollywood-Schinken, das ist ja einer aus Hollywood, eben auch gewisse Animositäten wieder schüren. Ja, natürlich. Die Leute gegeneinander aufhetzen. Ne? Ja, oder? Natürlich. Ja, genau, darum geht's ja. Deswegen hat ja derselbe Regisseur jetzt auch den Film gemacht, also wieder Quentin Tarantino, der hat den Film gemacht, der hat hier Django Unchained. Also wie blöde muss man denn sein, um nicht zu kapieren, was da abgelaufen ist? Die sogenannten Bösewichter da in dem Film waren wieder mal die bösen, bösen Weißen. Und da wurde dann gezeigt, dass also die Weißen, die Mexikaner, ne? War das, oder? Nee. Django Unchained, da geht es hier wieder um die Sklaverei und alles. Ah, okay, ja. Okay. Ja, Moment, jetzt habe ich ja ganz, ganz kurz ein kleines Problem. Ja, das, wir haben immer Probleme, ne? Na gut, lassen wir es mal so. Ja, aber jetzt kommen dann auch wieder auf Berlin. Ja, das hat ja was mit Berlin zu tun. Es geht darum, ich möchte ganz kurz noch den Film ganz kurz erklären. In dem Film wird gezeigt zum Beispiel, dass wieder mal die Weißen, die Dunkelhäutigen da allesamt als Sklaven halten. Und der Witz ist, da gibt es ein Buch oder mehrere Bücher und zwar von Nation of Islam. Das ist eine Buchreihe, die von der afroamerikanischen Gemeinde des islamischen Glaubens geschrieben und verbreitet werden und wurden. Und dort haben sie bestätigt, es ist das ist keine Fiktion, das haben die sich nicht ausgedacht, ja, dass zwischen 94-98% der Sklavenhalter und Sklavenhändler in den USA sie waren schon weiß gewesen, aber es waren Juden.
Das muss man sich mal vorstellen. Da wird den Menschen andauernd eingeredet, ihr habt, ja. Das waren weiße, ja gut, natürlich 2, 3, 4, 5% waren bestimmt weiß gewesen. Aber die große Masse der Sklavenhalter in den USA waren vielleicht weiß, aber sie waren jüdisch. Es waren Juden. Ja, das die Sklaven. Bekannt, ja. Und in dem Film zeigt man dann wieder, dass der Weiße, der Leonardo DiCaprio war es, glaube ich, gewesen. Ja, genau. Der Leonardo DiCaprio mit seinen blonden Haaren stellt sich dahin und fragt noch, was er nicht versteht, warum diese, Entschuldigung, ich muss das Wort erstmal kurz einsetzen, diese Nigger uns nicht einfach töten. Sie sind doch so viele. Man kann uns doch so weit einfach abschlachten. Jetzt muss man sich ja vorstellen, jetzt sitzt da also irgend so ein dummer, ja, Dunkelhäutiger da in den USA, guckt sich denn diesen Film da an, dann kann man sich ja eins und eins zusammenrechnen, ne? Und wer ist der Gute in dem Film? Es ist der Schulz. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wieso denn? Schulz ist doch deutsch. Nee, er wird ja in dem Film mit TZ geschrieben. Schulz. Nicht so wie ich. Ich werde mit ULZ geschrieben. Schulz mit TZ, das ist die jüdische Variante. Das ist kein Witz. Da gibt's zum Beispiel auch in Amerika einen Gangster-Boster, der hieß Bobby Schulz. Auch mit TZ geschrieben. Der war auch Jude. Schulz mit TZ ist jüdischen Ursprungs. Falls da draußen jetzt jemand auch Schulz mit TZ geschrieben wird, ja, oder Schulze, kann ja möglich sein. Es gibt vielleicht Leute, die haben vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, vor langer Zeit mal ihr habt da in ihrer Familie, der war vielleicht Jude gewesen, ich kann mich in die nicht nennen, aber die TZ-Form, das ist die jüdische Variante. Die ULZ oder ULZE-Form, also Schulz, das ist die originale deutsche Variante. Zum Beispiel hier unser Helmut Kohl. Der ehemalige Bundeskanzler hier, den wir hatten, ne? Der Helmut Kohl, der heißt ja auch Cohen. Der ist auch Jude. Der hat sich den Namen bloß angeeignet, weil es sonst zu offensichtlich wäre. Ja, das diese Geschichte ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Ja, ich wollte es nur kurz erwähnen. Ja, ist richtig. So, und jetzt kommen wir zu den Zuständen in Berlin. Also, zunächst einmal fange ich mal an, was ich heute wieder erlebt habe. Ich stehe also hier an dem Bahnhof da bei meinem Kollegen hier, der mich denn da abgeholt hatte. Und dann kommt mir denn da so eine Kleine, also da gehen denn die Türen da von dem Zug denn da auf, der nach mir gekommen ist. Ich war ein bisschen zu früh da gewesen. Und dann kommt ein Kindergarten denn da raus. Allesamt mit solchen bunten Westen. Und ganz vorne als erstes rennt auf mich zu so ein kleiner, ja, ich will jetzt keine bestimmte Gruppe nennen, so, ich sag mal, aus den orientalischen Gebieten, ne? Da wäre ich schon so arabisch, türkisch, so ungefähr. Rennt auf mich zu, haut gegen meinen Bauch und brüllt zu mir, verpiss dich, du Nazi. Dann schreit als nächstes der, ich war total baff gewesen, weil so ein kleiner Scheißer da, haut mir, naja, auf jeden Fall, dann kommt denn da die Kindergärtentante da, kommt denn da an und sagt dann zu ihm, du Mohammed, also der hieß Mohammed, du Mohammed, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht da irgendjemanden am Bauch hauen da und ihn beleidigen, also sag mal, also komm, du entschuldigst dich jetzt mal bei ihm. Dann guckt der Junge mich mit so einem Blick an, ich kenne diesen Blick, das ist dieser Blick, was willst du unter Mensch denn? Ich, der arische Muslim, werde mich doch bei dir nicht entschuldigen, du bist doch in meinen Augen Vieh, du bist genauso wie die Juden nicht ansehen, ein totes Ding, ein Untermensch im besten Falle. So, da hat sie nochmals gesagt, du Mohammed, würdest du mal bitte sehr dich bei diesem Mann entschuldigen? Und da habe ich dann gesagt, ja, weil ich habe gemerkt, der wird sich nie und nimmer bei mir entschuldigen. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, war vielleicht nicht richtig gewesen, aber ich war dann in dem Moment ein bisschen stinkig gewesen, weil wenn du denn so einen Gesichtsausdruck da siehst, und das ist übrigens nicht nur bei kleinen Kindern, ja, von 6, 7, 8 Jahren, das ist auch bei den Erwachsenen da draußen, egal ob sie 16, 18, 20 sind oder 30, 40, 50. Das habe ich sehr oft gesehen. Und mein Kollege hier neben mir, der hat übrigens auch Migrationshintergrund, der kann es bezeugen. Also nicht, dass jetzt hier zwei Nazis sitzen oder so ähnlich. Da habe ich dann zu der Frau halt dann gesagt, ach, lassen Sie, der Kanackenjunge, der ist doch so blöd, der kann doch nicht mal seinen Namen richtig schreiben, geschweige denn sich bei mir entschuldigen, der kann doch wahrscheinlich nicht mal richtig Deutsch. Und da hat der Junge mich so angekickt, wie so einer, der gerade einen Schwanz hinten drin gesteckt bekommt, so, oh! So als wie, boah, der Untermensch, der hat mich gerade beleidigt, was mache ich denn jetzt? Mein Papi hat mir nicht erzählt, was ich machen soll, wenn einer von diesen Untermenschen mich beleidigt. Oh! Der hat gekickt, wirklich, als wenn du den kleinen Jungen durchgefickt hättest. Unglaublich. So, und dann als nächstes, dann ist die Kindergartenklasse weggegangen, da war ich schon so ein bisschen stinkig gewesen, da kommen da drei so eine Antifa-Idioten, da kommen denn da hoch, die haben ihre Hosen unten an den Beinen, haben sie hochgekrempelt, so, ich sag mal, Pi mal noch bis zum Knie, aber haben denn, damit sie wieder unten bis zu den Füßen kommen, die Hosenbeine, haben sie die, ja, mein Kollege lacht wieder, haben sie die Hosen bis, so runtergezogen, dass die ganze Boxershorts rausgekickt hat. Dann stehen sie da mit ihren komischen Antifa-Jacken-Hoodies da und dann sagt ihnen so, ist mir kalt. Da kicke ich die an und die Großmutter daneben mir auch. Wir kicken uns dann bei so an. Das war so dieser imaginäre Facepalm-Blick gewesen. Da hat dann die Frau dann so mir so einen Gesichtsausdruck gegeben wie, boah, sind die scheißblöde. Ich meine, was will man denn von Leuten halten, die Hose bis zum Schniedelwurz runtergezogen haben? Man sieht dann die Boxershorts daraus kicken und dann stehen sie da am Bahnhof da, warten auf den Zug und sagen, boah, mir ist kalt. Das ist die Antifa. Das sind Vollhonks. Ich meine, der Witz ist ja, meine Videos, das sind gar keine Comedy-Videos in diesem Sinne. Das sind nichts weiter als Videos, die Wahrheit sagen.
Die Antifas sind so stulle, ja. Also allen voran die Antifas, natürlich auch andere Linke. Die Clemens. Ja. Ja, auf jeden Fall kommen wir zur Situation weiterhin zu Berlin. Ja. Weil du, ja, aber im Prinzip schilderst du ja auch die Situation, die in Berlin offenbar besonders krass ist. Ich meine, so ist das hier zum Beispiel bei uns hier nicht, aber schwer vorzustellen für die Leute, die das eben nicht so erleben, ne? Ja, dann nimm mal als beispielsweise Diskussionen. Wirklich, hier in Berlin laufen nur noch Trottel rum, ja. Dann hat man so Diskussionen zum Beispiel, dann sagt man zu den Leuten so, was hältst du denn davon, dass zum Beispiel unten in Griechenland jetzt, zum Beispiel, ja, dass da sogar auf offener Straße Polizisten geköpft werden und man ihnen dann die Pistolen klaut oder dass man sie abfackelt und so weiter. Dann erzählen die dann sowas wie mir, warte, diese Information habe ich gar nirgendwo gelesen. Wo denkst du dir die denn aus, ne? In meiner Skype-Konfi, also meinem privaten Skype-Konfi, habe ich auch ein, zwei Leute, also der eine ist Halbgrieche, der andere ist Vollblutgrieche, der ist allerdings hierher jetzt zu uns nach Deutschland gezogen, die haben mir das erzählt. Die sehen denn bei uns hier im Fernsehen, ob jetzt auf dem Berliner TV-Sender da oder auch ARD, ZDF, spielt keine Rolle, die sehen denn, wie sie denn Ausschnitte zeigen, wie Griechen da in ihren Einkaufsmeilen da rumlaufen da und alles scheint friedlich zu sein. Die erzählen, was zeigen die denn hier in Deutschland, Entschuldigung, in BRID-Land für einen Müll? Da unten in Griechenland ist die reinste Hölle. Und wenn du dich dann mit den Leuten hier in diesem Land versuchst, dann darüber zu unterhalten, die glauben mir das nicht. Die denken da unten in Griechenland, na gut, da ist es natürlich ein bisschen schlecht, aber die Griechen sind natürlich alle dran schuld, ne, weil die Griechen ja sowas von arschlochmäßig blöde waren, die haben ja über ihre Verhältnisse gelebt, bla 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 bla. Das kannst ja, du vergessen. Dumm, dümmern. Das wissen wir ja auch, dass das eigentlich ein eingefädeltes Spiel ist, ne, durch die Bankster, die das international ja wollen, dass alles zusammenbricht. Das ist ja alles eine konstruierte Finanzmisere, überall da ist, und Goldman Sachs war ja sehr intensiv in Griechenland. Genau, aktiv, genau. Ne? Das versuche ich den Leuten andauernd zu erklären. Das hat was mit dem internationalen Bankentum da, mit dem Bankensystem, Finanzsystem, Geldsystem zu tun und so weiter und so weiter und so weiter. Da ist die Federal Reserve und, ach, naja. Auf jeden Fall, ich versuche das den Leuten dann immer wieder zu erklären. Die schalten da schon auf stur, stumm. Das geht in eine Ohr raus, rein und in das andere Ohr raus. Die wollen davon nichts hören. Für sie sind alle Griechen asoziales Gewürm, am besten ausrotten oder so ähnlich. Und wenn ich dann sage, na sag mal, und du nennst dich Sozialist oder Antifa oder was bist du denn für einer? Das sind in meinen Augen keine Linken oder keine Antifas oder Sozialisten. Das ist einfach nur Biomüll. Ich weiß nicht, wie ich sowas bitte. Menschen würde ich nicht behaupten, aber auch nicht Tiere, weil ich möchte keine Schweine, Katzen, Hunde und Schlangen beleidigen. Ne? Also, ja. Der Juncker meint ja, es könnte zum Krieg kommen, könnte der Friedenssein, dieses Selbstbewusstsein. Ja, genau. Wir diskutieren ja immer, wann der sogenannte Krieg oder vielmehr Bürgerkriege losgehen, weil wir haben zum Beispiel heute im Internet hier gelesen, EU-Parlamentarier, EU ist eine einzige Katastrophe. Eurozone wird auseinanderbrechen. Jetzt schreiben es sogar schon Seiten hier wie, ja, weiß ich nicht jetzt hier, wie die Bild oder die Zeit. Und also das ist ja noch nicht mal mehr auf sogenannten Nazi-Seiten, in Anführungszeichen natürlich, sondern es sind ja sogar schon die allgemeinen normalen Medien, die so etwas schreiben. Und es berichtet ja mittlerweile auch schon das Fernsehen. Das wird immer offensichtlicher. Moment, da möchte ich dich ein bisschen korrigieren. Hm? Normale Medien sind das nicht. Das sind Matrix-Medien, die sind für Propagandazwecke da und die haben das Volk eingelullt, egal wo es ist auf der Erde. Und deswegen ist ja immer auch unsere Darstellung der Wahrheit etwas anders, als wie das normalerweise in den Matrix-Medien, Fernsehen... Ja, Moment. Es ist richtig, dass natürlich jetzt bei einer Seite wie die Bild nicht steht, dass jetzt hier die Eurozone wird zusammenbrechen. Das ist richtig. Da steht dann sowas drin wie, es gab da jemand, der gesagt hat, dass die Eurozone möglicherweise auseinanderbrechen könnte. Ja, das ist klar, das ist logisch. Aber ich meine nur, die berichten auch schon so in der Art darüber, ja. Es geht da schon los mit Kleinigkeiten. Nimm mir beispielsweise die Aussage von einigen Politikern, wir haben hier in Deutschland in BRID-Land hätten wir keine Armut. Du brauchst, egal wo hier in Berlin, auch hier zum Beispiel an dem Bahnhof, wo ich da auch vorhin gewesen war, wobei, das habe ich jetzt noch nicht, egal, ich erwähne es jetzt. Du findest überall irgendjemand, meistens sind es ältere Damen und Herren, aber es sind manchmal auch Jugendliche, da vorhin jetzt bei dem Bahnhof, wo ich gewesen war, war es mal ein Jugendlicher gewesen. Aber meistens ist es, egal wo du stehst, ob es bei mir da ist, wo ich wohne, im Osten, hier im Westen, egal wo, du findest immer alte Personen, Männer wie auch Frauen, die da in den Mülleimern rumkramen. Und das ist so eine abgefuckte Szenerie, wenn du siehst, wie denn da 5, 6, 7 Jugendliche stehen in ihren funky, groovy Markenklamotten da, so richtig metrosexuell eingekleidet, quatschen da über ihr neuestes iPod-Ding da oder dass sie gestern die Susi durchgeknattert haben oder was auch immer die da labern, weiß ich nicht. Irgend so ein Müll da oder die neueste Episode von Deutschland sucht den Superidioten.
Und dann siehst du genau daneben dann irgendeine alte Frau, die aussieht wie meine Großmutter, nur dass sie noch laufen kann. Und die wühlt dann da in den Mülleimern rum. Und da vorhin bei dem Bahnhof da, wo mich jetzt hier mein Kollege abgeholt hat, da war man jetzt nicht ein alter Mensch, es war schon ein bisschen jugendlicher, also ein jüngerer Mann gewesen, ja. Und der kramt dann da auch in den Mülleimer rum. Das siehst du überall hier. Ja, ob jetzt vormittags um 11:12 oder am Nachmittag, später an. Ich kenne sogar zwei Personen, zu denen bin ich öfters nach Hause gegangen. Den habe ich noch, wo ich noch gutes Geld gehabt hatte, jetzt leider nicht mehr. Der eine heißt zum Beispiel, ich nenne mal seinen Namen, der heißt Lutz. Mit dem bin ich ein paar Mal rumgelaufen und als ich das erste Mal mit ihm rumgelaufen dachte ich, was macht der denn da jetzt? Und dann kickt er da einen Mülleimer rein und nimmt eine Flasche raus und steckt sie sich in seine kaputte Cargohose. Und da hat er mir dann erzählt, wusste ich in dem Moment noch nicht. Und dann kamen wir gerade an so einem Laden vorbei, so ein Militärladen da, der verkauft so Bundeswehr-Cargohosen. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, weil wir dann darüber uns unterhalten hatten, sag mal Lutz, hast du nur diese eine Hose? Da sagte er, ja. Dann bin ich mit ihm rein, haben mir gedacht, oh scheiße, den kaufe ich jetzt eine Hose. Und da habe ich Glück gehabt, da war in seiner Größe, der trägt Größe S, war da eine Bundeswehr-Cargo-Hose, eine wirklich super, also aus einem speziellen, so ein Teflon-Material, was das da gewesen war, ja. Eigentlich 89,99, runtergesetzt auf 29,99, habe ich ihm das Ding gekauft. Ja. Meine, die 30 Euro gebe ich mal gerne auf, aus da für den Typen, kein Ding. Hin und wieder, wenn ich mich mit ihm treffe, ich treffe mich ja öfters mit ihm, gebe ich ihm dann auch hier, kaufe ich ihm dann immer einen Döner und so, weil, wie gesagt, der Mann, der muss mit, ich glaube, 225 Euro Hartz IV klarkommen. Ja, das ist eine große Katastrophe. Und ich meine, die Frau von der Leyen hatte das ja auch gerade eben, so verschleiert, irgendwie noch durchgebracht, ne? Dieser Armutsbericht, der ist natürlich frisiert. Es ist eine absolute Katastrophe. Ein Armutsbericht ist ja immer nur ein Durchschnitt, ne? Genau. Und bei euch in Berlin, in bestimmten Stadtteilen, kann ich mir vorstellen, es ist katastrophal. Und also in anderen Bereichen auch, ne? Ich weiß anhand der BZ, wobei es heißt natürlich bei uns ja BZ, bitte zerreißen, weil diese Schnarchzeitung kannst du eigentlich in die Tonne treten. Aber wir berufen uns jetzt mal auf die BZ. Die BZ hat selber geschrieben, ihr habt, wenn man alle zusammenrechnet, Eurojobber, Minijobber, Teilzeitarbeiter, haben wir insgesamt hier in dieser Stadt 860.000 Leute, die irgendwie von Vater Staat, sofern man den als Vater Staat bezeichnen möchte, irgendwie abhängig sind. Also irgendwie Hartz IV oder andere Sozialhilfen kassieren. Des Weiteren haben wir hier in Berlin circa 1,54 Millionen Rentner. Das war der Stand Januar 2012. Können natürlich mittlerweile ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger geworden sein, aber ungefähr 1,5 Millionen. Und wir haben circa 700.000 bis 800.000 Babys, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die sind ja auch irgendwie von, in Anführungszeichen, Vaterstaat abhängig, ne? Wenn man diese Summe zusammenrechnet, kommt man auf Pi mal Daumen etwas mehr so ungefähr auf circa, ja, sagen wir mal, 3 Millionen und 50 oder 100.000 ungefähr. Und in Berlin leben derzeitig ungefähr 3,4 bis 3,45 Millionen Menschen. Das heißt also, weniger als 400.000 Menschen gehen in dieser Stadt wirklich arbeiten. Das heißt also, einer für ungefähr 7 bis 8 Menschen geht arbeiten. Ungefähr. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Hallo? Ja, das ist nicht zu glauben. Also ich bin da auch immer wieder fassungslos. Und das ist nur Berlin. Das ist nur Berlin. Das ist wirklich kein Witz. Ich habe bei mir zu Hause jede Menge Bücher. Das hat man ja auch bei dieser Aufnahme da hören können. Da hat der eine Polizist ja so grob meine Bücher durchwühlt. Ne? Ich habe ein Buch, das hieß Okkulte Zahlensymbolik in Presse, Fernsehen und TV oder Radio und so weiter. Von einem Frank Hill oder so ähnlich. Und er hat da eine Quelle genannt, ja, wo drin stand, dass wir noch vor der Weltwirtschaftskrise, die begann im Oktober 2008, diese Quelle beruft sich auf eine Statistik, oder was auch immer, da irgendeine Quelle da, von Mai 2008 haben wir in der BRD 15 Millionen Menschen gehabt, die allesamt unter der Armutsgrenze leben. In der gesamten BRID. 15 Millionen, und das war noch vor der Weltwirtschaftskrise. Heute schätzt man, das habe ich auf irgendeiner Internetseite gelesen, ich weiß es jetzt eigentlich mal wo, schätzt man, dass ungefähr Pi mal Daumen diese Anzahl von Menschen ungefähr sich auf 20 Millionen steigert hat. 20 bis 21 Millionen Menschen, irgendwo so war das, es waren etwas mehr als 20 Millionen. Wir runden mal auf, 21 Millionen Menschen leben in BAID-Land unter der Armutsgrenze. Dann kommen noch ungefähr so, ja, Pi mal Daumen, ungefähr 17 bis 18 Millionen Babys, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren hinzu. Die muss man ja noch zuzüglich zurechnen. Und ungefähr 27 Millionen Rentner. Das ist immer crasht, oder? Ja, und jetzt stell dir mal vor, Detlef, wenn das System hier crasht, was wir dann hier haben werden, oh Gott, dann sehe ich, wie die Deutschen, egal ob Berliner oder, Entschuldigung, die BRDler, ne, wir sind ja mittlerweile EUler, wir sind ja keine BRDler mehr, weil ja Fotze Ferkel, Entschuldigung, ich meinte natürlich
in Anführungszeichen unsere, Anführungszeichen Ende, Vorsitzende Angela Merkel den Lissabonner Vertrag unterschrieben hatte, sind wir ja seit dem 1.12.2010 allesamt EUler. Und wir EUler hier geben ja Geld aus für Griechenland bis zum geht nicht mehr, wir geben Geld aus für Spanien bis zum geht nicht mehr und 211 Milliarden für diesen ESM da oder was das da gewesen war. Ne? Also da frage ich mich, wenn ich denn so eine Zahlen denn da lese, na, wie lange kann denn dieses BAID-System oder von mir ist auch EU-System, wie auch immer, da habe ich hier auch eine schicke Seite schon zu gefunden, wie kann denn das überhaupt noch lange standhalten? Das geht doch gar nicht. Ja, und da kam immer noch eine Frage, wir haben ja auch immer wieder neue Zuhörer hier zwischendrin, die sich einschalten, was BRID ist, es ist Bundesrepublik in Deutschland, ja. Oder BRVD, sagst du auch manchmal Bundesrepublik. Ja, weil es kommt drauf an, es ist immer so zu sehen, wenn man jetzt Deutscher ist, müssten wir eigentlich sagen Bundesrepublik von, aber ich gehe mal lieber nach internationalen Stand her und die internationalen Menschen, also hier Belgier, Franzosen, Engländer, wer auch immer da, die sagen alle Bundesrepublik in Germany oder Deutschland in diesem Falle. Ja. Also sagen wir lieber mal in, es ist dann international korrekter. Ja, jetzt haben wir noch so ungefähr gute 10, 12 Minuten Sendung. Es ist ja so, die Missstände, die du uns jetzt hier so zusammengefasst dargestellt hast, in deiner sehr blumigen berlinerischen Art und Weise, das rüberzubringen, das ist ja auch etwas, was wir nicht jeden Tag hören, ja, international. Ist das eigentlich ziemlich erschreckend, aber letztendlich ist es nur ein Spiegelbild dessen, was geplant ist, denn dieser Zusammenbruch, dieses sich gegenseitig auffressen und auch diese ganzen Links und Rechts und Antifa und Fa und Nazi oder Nicht-Nazi, was ist ja auch alles nur Wortklauseln, wo die Leute gar nicht mal richtig verstehen, was das eigentlich bedeutet. Dass man es einfach gegeneinander aufhetzt und du hast das auch in den Filmen beschrieben, die du vorhin genannt hast, einfach damit wir uns selber zerfleischen, um leichte Beute zu werden nachher für diejenigen, die ein ganz übles Programm für uns vorgesehen haben. Ich möchte, wenn ich ganz kurz noch zwei Sachen erwähnen darf, das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, warum ich meine Videos überhaupt erstelle. Nicht nur einfach, um die Leute zum Lachen zu bringen, was natürlich auch einer meiner Ambitionen ist und aufgrund dessen, weil ich den Leuten einfach hier mal so ein bisschen meine politische Meinung oder so ähnlich kundtun möchte, sondern aufgrund dessen, weil mich da draußen das alles ankotzt. Wie Conrebi schon gesagt hatte, diese ganzen Lügen, das kotzt mich einfach nur noch an. Es wird gelogen und gelogen und gelogen, dass sich die Balken wirklich biegen bis zum Jednehmer. Und ich habe langsam wirklich die Schnauze voll. Das ist einfach scheiße. Man braucht nur mal wirklich mal wer mal durch Berlin fahren, sich das mal hier genau angucken. Jede Woche werden 6 Menschen, also jeden Tag 0,8 Menschen, werden hier in dieser Stadt umgebracht, laut Polizeiinformationen da. Und die Täter sind zu 95%, ja, muss ich immer leider traurig, aber es ist nun mal so, sind zu 95% Deutsche mit Migrationshintergrund. Also mit anderen Worten, sind Ausländer oder so ähnlich, ne? Und ich habe langsam so die Schnauze voll, jedes Mal, wenn da irgendwo ein Haus abfackelt, dann heißt es dann, oh, da sind Türken drin gestorben, das muss ein rassistischer Anschlag von rechtsextremer Seite aus gewesen sein, so ähnlich. Aber wenn dann da irgendwo mal ein Haus abbrennt da und da sind 2 Deutsche oder 2 Schweden oder so ähnlich drin gestorben, ach naja, das war ein Unfall gewesen. Das ist doch albern, ist das doch. Und ich habe langsam die Schnauze voll, dass hier eine Doppelmoral, eine Lügenmaschinerie und was ich nicht alles stattfindet, es kotzt mich einfach nur noch an. Und wenn man der Meinung ist, ich übertreibe und so, wie gesagt, kommt einfach nach Berlin, guckt euch mal die Stadt hier an, besonders um bestimmte Uhrzeiten in bestimmten Gegenden. Und wenn ihr denn mit eurer blonden Freundin ohne Kopftuch denn da oder dort mal entlangläuft, ja, ich meine, wenn selbst die Polizei sich in Kreuzberg oder Neukölln nicht mehr hintraut, ja, das stand auch in diversen Medien drin. Naja, ich meine, wenn sogar die Polizei sagt, sie trauen sich da tagsüber und erst nachts nicht mehr hin, ja. Naja, zur Polizei möchte ich auch noch was sagen. Die Polizei wurde von 17.000 Mann hier in Berlin auf 12.000 reduziert im Jahre 2012, damit die Gehälter der Polizei immer noch konstant bleiben können, also damit man denen immer noch ihre Schuldscheine da, ihr Geld da bezahlen kann, weil wenn die Polizei nicht genügend Geld bekommt, dann wird die auch nicht mehr dieses Spiel mitspielen. Ne? Deswegen mussten sie von 17.000 5.000 entlassen. Ja, und 1% muss ja immer zu dir kommen. Dann, ne? Immer nachdem. Ne? Ja, 1% ist ja für dich reserviert. Nimmst du auch eine provokante Frage an? Von wem jetzt? Von dir oder von wem? Nein, hier von einem Zuhörer, der dir eine provokante Frage stellen will. Ja, von mir aus, ja, kein Problem. Ja. Hab ja nichts zu verheimlichen. Eben. Hier schreibt jemand, hallo Detlef, Frage an Dennis. Du versuchst dich zu rechtfertigen, dass es nicht rechtsradikal wäre, was du tust. Was war denn,
als du bei einem Herrn namens Ingo Kött warst. Was hast du da bei den Videos angehabt? Nationalsozialistisch Hakenkreuzarmbinde mit SS-Mütze. Da musst du dich nicht wundern, dass du diese Schlapphüte, dass du diesen Schlapphüten Munition in die Hand drückst. Fazit: Entweder war es von dir eine gewollte Provokation, die du als Kunst verkaufst, oder du bist ein Vollidiot, der mutig ist. Erkläre das mir bitte mal. Na, mutig würde ich mal sagen, bin ich sowieso, weil, wie schon George Orwell gesagt hatte, dass in einer Welt voller Lügen die Wahrheit zu verbreiten eine außergewöhnliche Tat ist, würde ich mal sagen, ja, natürlich bin ich mutig. Wie viele Leute trauen sich denn so etwas zu machen wie Conrebi, wie der Honigmann, wie Tix, wie Bernd Mattes oder wie ich vor allen Dingen? Und ich meine, ich bin ja nun wirklich jemand, der den Leuten da draußen viel Angriffsfläche bietet. Und dumm war das nicht gewesen. Ich habe das gemacht gehabt aufgrund dessen, weil ich ja für Aufmerksamkeit sorgen will. Und die Menschen da draußen, es ist nun mal traurigerweise so, dafür können die Menschen vielleicht nichts oder ich kann dafür nichts. Es ist nun mal so, die Menschen da draußen sind doof. Das ist nicht beleidigend gemeint. Ich will niemanden jetzt direkt beleidigen. Aber guck dir doch die Menschen da draußen an. Du stellst dich bei uns hier in Berlin in der U-Bahn hin und brüllst: Schwanzlutscher, fick deine Mutter, Arschloch, reagiert keine Sau. Aber wenn du hinstellst und sagst nur: Nazi, drehen sich alle zu dir um und kicken dich an. So, und genauso ist es auch mit der Hakenkreuzbinde. Oder mit der Neonazi-Outfit da, was ich da anhabe. Oder was auch immer. Das ist doch genauso. Wenn ich mich hinstelle und sage: Guten Tag, meine Lieben, ich bin euer Diplom-Ingenieur Dennis Ingo Schulz. Heute möchten wir mal über Sauerkraut oder über irgendwas unterhalten. Dann schalten die doch schon alle aus, interessiert die nicht. Aber wenn du dich dann da hinstellst und sagst: Hallo, meine Lieben, außer die Antifanten, denn ihr seid gehirnamputierte Vollmongos. Heute unterhalten wir mal uns über das Swastika. Was kennt ihr nicht? Ihr kennt es ja auch nur unter das Hakenkreuz, weil ihr doof seid. Kickt mal, so sieht es aus. Psychomusik. So, dann stellst du dich noch hin und tanzt da ein bisschen rum. Dann sagst du noch hin und wieder sowas wie: Ja, Onkel Hitler, Onkel Adi, der war ja gar nicht mal so unübel gewesen, weil der hat ja zum Beispiel das Kindergeld und das Muttergeld eingeführt, was übrigens die BRID übernommen hat. Das Mutterschaftsgeld und Kindergeld, was wir heute hier haben in der BRID, ist von Nazi-Deutschland, von diesem System damals, was Adolf Hitler eingeführt hat, übernommen worden. Ja? Und wenn du dann so eine Themen ansprichst und setzt dich dann dahin mit so einer Neonazi, wie auch immer, mit so einer Uniform da und machst dann noch irgendeine geile Musik im Hintergrund rein, wie, was weiß ich da so, ja, der Untergang wird bald kommen hier, genau, von Knorkator, ne? Wir werden alle sterben. Irgendwie sowas in der Art, weiß ich nicht, irgendwas Provokantes, irgendwas Lustiges in Anführungszeichen, irgendwas, was in Erinnerung bleibt, ja? Dann reagieren die Leute. Aber wenn du dich hinstellst und sie mit Samthandschuhen anfasst und ganz nebenbei erwähnt Detlef und natürlich diese Person, die mir diese Frage gestellt hat: Die Zeit mit Samthandschuhen ist vorbei. Wir haben nicht 5 vor 12, wir haben 10 nach 12, ja genau. Ja, und ich meine, das ist ja das, was wir auch eingangs gesagt haben zu dir und deinem Auftreten. Du vertrittst hier keine politische Ansicht, sondern du willst damit Aufmerksamkeit gewinnen. Du verstehst das als... Moment, Detlef, oder? Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich habe okay. Selbstverständlich auch eine politische Ansicht. Ja, gut, natürlich, aber du bist jetzt nicht Mitglied einer Partei, Politik darstellt. Das geht ja auch gar nicht, weil wenn man sich zum Beispiel Erhard Landmann durchgelesen hat, Weltbilderschütterung, kann ich nur empfehlen, ein sehr intelligenter Mann und ein sehr gutes Buch vor allen Dingen. Erhard Landmann, Weltbilderschütterung. Da hat er auch reingeschrieben gehabt, dass die wahre Demokratie die gewesen war, die damals bei den Griechen da stattgefunden hatte, da wo jeder einzelne Grieche für sein Dorf oder seine Ministadt da irgendwie eingetreten ist, also für seine Kommune, für seine Gemeinde. Und was wir da draußen haben, da dieses Parteiensystem da oder was das da ist, das ist doch keine Demokratie, das ist eine Verarsche, ist das. Ja, das ist klar. Aber ich meine, ich wollte das differenzieren. Schon politischen Inhalt, aber nicht selber Vertreter einer politischen Partei. Nein. Das bin ich nämlich auch nicht. Ich bin natürlich aber auch politische Inhalte und diskutiere auch so etwas ganz konträr mal. Aber eben, ich halte mich aus politischen Aktivitäten als irgendwie in der Partei oder so anzugehören vollständig raus. Weil mir geht's um Menschlichkeit und was dir ja auch zugestoßen ist. Und deswegen habe ich dich natürlich auch eingeladen. Das ist unglaublich unmenschlich, weil man dir Dinge angetan hat, die man eigentlich keinem Menschen antun sollte. Mhm. Und das hattest du in der ersten Stunde geschildert. Aber das hat natürlich einen Hintergrund, denn man will solche Leute, die also so brutal aufwecken, wie du das ja tust, angemessen eben vor allen Dingen an die Situationen, wahrscheinlich speziell in Berlin, aber vielleicht auch anderswo, auch dann erfolgreich schaffst, weil dir Leute zuhören. Das wollen sie nicht, oder? Ja, dann halte ich mal fest. Der Witz kommt ja noch ein Witz hinzu. Am selben Tag, wo sie bei meinem Bruder und bei mir in die Wohnung reingestürmt sind, ich habe ja ein Buch geschrieben, ne?
Und der Verlag, der dieses Buch, zum Glück, ich bin so schlau gewesen, habe übrigens mein Buch auf mehreren Rechnern kopiert. Also es befand sich nicht nur auf meinem Rechner, sondern auch zum Beispiel bei meinem Bruder auf seinem Rechner und natürlich auch bei zwei Kumpels, denen ich sehr, sehr vertraue. Also da habe ich keine Probleme mit. Und zumindest meine Leseprobe befindet sich bei diesem einen Verlag. Ich sage den Namen des Verlags nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie da Probleme bereiten und so weiter. Und ja. Bei diesem Verlag hat man am selben Tag, am 27.02. eingebrochen. Was für ein Zufall. Und du kannst ja dreimal raten, was ich in meinem Buch so alles reingeschrieben habe. Ich meine, es sind über 1000 Seiten, DIN A4 wohlgemerkt. Das heißt also, in DIN A5 wäre ungefähr 1400 bis 1500 Seiten Schinken. So. Ja, also ich das ist auch nochmal ganz wichtig. Auch wir müssen das lernen, auch für diejenigen, die sagen, also die ja auch verbildet wurden dadurch hier in der BRD beispielsweise, indem man uns eben propagandisiert hat seit unserer Jugend. Das ist ein gutes Wort, ja, verbildet, das hört sich gut an, ja. Ja, und wir müssen eben einfach auch wieder lernen, den Mut zu gewinnen, Presse- und Meinungsfreiheit ernst zu nehmen, denn auch in der BRD wird von verantwortlicher Seite her gesagt, dass Pressefreiheit die Mutter aller Freiheiten ist. Und wenn wir aber anfangen, Pressefreiheit zu beschneiden, ja, ich meine, wir sagen ja auch nichts Kriminelles oder so, es ist immer eine Frage, was man als kriminell bezeichnet, natürlich. Aber dann ist es übel. Und das, was dir geschehen ist, ist auch eine Art Zensur. Und zwar auf brutalste Art und Weise. Ich habe das ja selbst auch erlebt. Ich hatte die Leute hier auch bei mir schon. Mhm. Ich kann das also daher nachvollziehen, was dir geschehen ist. Ich musste ein halbes Jahr auf meine ganzen Sachen warten, bis ich das alles wieder zurückbekommen habe, ne? Meine ganze Arbeit und so. Aber deswegen unterstütze ich die Aufklärung darüber und deshalb bin ich auch froh, dass du das hier so offen sagst und gesagt hast. Und bei mir kannst du es auch so sagen, weil ich hier auch ohne Blatt vor dem Mund operiere. Aber wir haben jetzt also nur noch, sagen wir mal, so 5 bis 7 Minuten. Da wollte ich dich bitten, dass du vielleicht auch noch mal so ein bisschen zusammenfasst, was dir geschehen ist und was daraus jetzt erwächst und vielleicht auch noch ein paar Hinweise geben kannst. Du brauchst natürlich auch Unterstützung. Das wollen wir auch noch mal ansprechen, weil die haben sie ja im Prinzip alles genommen. Ja, also das Problem ist so, also ich wollte sowieso vor circa 4 Wochen habe ich mir so überlegt gehabt, ob ich denn da so ein sogenanntes Spendenkonto-Video für ConRabby, also nicht nur für mich, sondern für ConRabby und für mich machen möchte. Und zwar, weil der ConRabby, der kann das nicht alleine machen, weil wenn er ein Spendenkonto irgendwie da angibt, dann wird ja das Jobcenter davon mitbekommen, ne? Und das geht dann halt nicht. Und der ConRabby hat nun mal ein paar Kosten da, vielleicht nicht so viele wie ich jetzt, aber der hat auch ein paar Kosten. Und ich habe nun auch ein paar Kosten. Zum Beispiel die Tür ist total schaden, muss neu gemacht werden. Die kostet 3.000 Euro. Die Brille von meinem Bruder haben die SWAT-Einheit Idioten, die bei ihm da reingerannt sind, haben sie zertrampelt. Supi. Und 1.700 Euro, wie gesagt, wurden gestohlen. Und da habe ich mir so gedacht, ja, dann schlage ich da gleich 3 Fliegen mit einer Klappe, wenn ich so ein Spendenkonto-Aktionsding da irgendwie, ich wollte ein Video darüber machen, ja. Da habe ich mir gedacht, erstens kann ich bezeichne mal ConRabby als meinen Freund, ich kann ConRabby damit einen großen Gefallen tun. Zweitens kann ich allen Menschen da draußen, kann ich denn die Möglichkeit bieten, weil ich weiß, da draußen sind viele, viele Leute, viele, viele Personen, so wie mein Kollege hier neben mir beispielsweise, die würden liebend gerne auch helfen, also irgendwie Videos machen oder irgendwie Aktionen starten und so weiter, aber die können das nicht, weil sie, was weiß ich, die haben Kinder oder sie sind krank oder sie haben einen Job, der sie sehr einnimmt oder alles zusammengenommen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund können sie es nicht. Oder vielleicht haben sie auch kein Talent, um Videos. Vollkommen ruhig, es spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, sie können das irgendwie nicht. Aber sie würden gerne helfen wollen. Und die dritte Möglichkeit, der dritte Punkt, was ich damit erreichen könnte, ist mal herauszufinden, wie vielen Menschen da draußen eigentlich die Wahrheit, die Gerechtigkeit, Deutschland und die Freiheit natürlich, wie sehr den Menschen da draußen dieses am Herzen liegt. Und ich habe mir gedacht, ich werde irgendwann versuchen, ein Spendenaktionsvideo zu machen. Und da können alle Menschen, zum Beispiel diejenigen, die auf die Honigmann-Seite gehen, Honigmann-Blog-Punkte, du weißt schon, diese Honigmann-Seite da gehen jede Woche zwischen 20.000 bis 50.000 Menschen rauf. Und ich habe gedacht, wenn von diesen 20.000 bis 50.000 Menschen, ich sage mal nur 10%, also so ungefähr, ich sag mal, 30.000 Menschen ungefähr, also 10% sind 3.000 Menschen. Wenn jeder von denen nur 5 Euro spenden würde für ConRabby und für mich, dann wären das 15.000 Euro. 15.000 Euro. Damit kann ich und ConRabby und ich können damit auf jeden Fall eine ganze Menge anfangen. Ich habe einige Leute hier in Berlin, die sind wirklich arme Säue, wie zum Beispiel der Lutz, den ich vorhin erwähnt habe, ja. Also den würde ich liebend gerne mal zum Beispiel einen Katadyn-Wasserfilter kaufen. Den kann der Mann sich nicht leisten. Das ist wichtig, weil wenn hier uns nachher das Wasser abgestellt wird, was ja möglich, das kann ja passieren, ne? Der sitzt ja da, der ist der tot.
Oder dann habe ich da einen, der hat da medikamentemäßig Probleme, den könnte ich dann auch mal vielleicht so monatlich da 30 Euro zustecken, damit er sich seine Medikamente kaufen kann und so weiter. Man kann zum Beispiel dem Bernd Mattes, Freier Milan, Bernd Mattes, man kann Bernd Mattes fragen, ich habe ihn damals, als ich noch genügend Geld hatte, also es war die gute Zeit noch gewesen, wo ich noch flüssig war, dem habe ich über 500 Euro gegeben gehabt. Mein Kollege hier neben mir kann es bezeugen. 500 Euro, oder fragt einfach Bernd Mattes selber, er kann es selber bezeugen. Und ich bin wirklich ein lieber netter Kerl. Ich helfe vielen, vielen Menschen so gut ich kann. Ich kaufe denen was zu essen, ich kaufe denen Kleidung oder ich gebe ihnen Kleidung, die ich der Meinung bin, die kann ich entbehren oder andere Sachen oder ich gebe ihnen einfach Geld und so weiter und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt seit 8 Jahren, habe ich wirklich viele Menschen zum Lachen gebracht, ihnen Informationen geliefert und so weiter und so fort und Konrebi selbstverständlich auch. Und da habe ich mir gedacht, da wird ja mal so ein Spendenaktionsvideo, das wird ja wohl nicht zu gierig sein oder so. Ich meine, ich gebe das Geld ja nicht für Crack und Nutten aus oder so ähnlich. Ja, ich meine, ich habe ja alles. Ich habe teure Poster an den Wänden, ich habe teure Klamotten, ich habe tonnenweise Bücher, Möbel. Mein Kollege hier war bei mir zu Hause gewesen, kann alles bestätigen, der hier mit neben sitzt. Sag mal kurz, ja? Hallo. Ja gut, okay. Ja. Kannst bestätigen. Ja. Also ich sitze wie der Vogel im goldenen Käfig. Aber ich habe jetzt kein Geld mehr und meine Eltern werden mir von dem Hartz IV, was ich bekomme, das kommt auf das Konto meiner Eltern. Ich habe selber kein Konto. Deswegen kann ich auch so ein Spendenaktionsvideo machen, weil das Geld kommt auf eines der Konten meiner Mutter. Und da kann das Jobcenter mir mal kreuzweise in den Arsch lecken, aufgrund dessen, weil das geht ihnen ja nichts an, wenn da Geld auf das Konto meiner Eltern gibt. Und wenn meine Eltern, mein Bruder und mir 1700 Euro oder wie viel Geld auch immer geben, das ist ein Geschenk von meinen Eltern. Und wir sind noch eine starke, zusammenhaltende Familie. Bei uns hat die neue Weltordnung uns noch nicht kaputt gemacht und auseinandergerissen. Und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Und dann werde ich selbstverständlich von der Summe, die da rein, also je nachdem, wie viel Geld reinkommt, werde ich dann einigen Kollegen, wie gesagt, einen Katadyn-Wasserfilter kaufen oder Medikamente oder vielleicht auch eine zweite Hose oder so oder ein paar neue Schuhe und so weiter. Ich habe letztens, vor einer Woche, habe ich jemanden am Leopoldplatz gesehen, der hatte, bei dem Wetter da draußen, wo ich gemacht, der hatte nur Socken angehabt. Der hatte keine Schuhe. Was für eine arme Sau. Meine Mutter stand da neben mir, wir sind da hier Essen einkaufen, wir haben da irgendwas eingekauft. Und meine Mutter hat sich die Hand vom Mund gehalten und so, die hat sich ganz erschreckt. Und so, wieso denn, sowas sehe ich doch öfters hier. Ja, pass auf, ich will jetzt nicht unnötig unterbrechen, aber wir sind fast zu Ende. Oh. Du wirst also einen Spendenaufruf-Video noch machen. Hier schrieb einer, man kann deinen Kanal gar nicht erreichen. Da würde immer drinstehen, ist in seinem Land nicht erreichbar. Ja. Da musst du auch mal prüfen, was da los ist. Jedenfalls danke ich dir. Kann ich dazu empfehlen. Ja, okay. Aber wir haben jetzt leider die Zeit, nicht mehr noch weitere andere Themen anzusprechen. Ich wollte auf jeden Fall sagen, unterstützt den Dennis und seine Aufklärungsarbeit, auch wenn man nicht immer unbedingt der gleichen Ansicht sein muss. Ich möchte hinzufügen, Konrebi und Dennis, also TT, also Citroën, ja. nicht nur mich. Ja, Konrebi natürlich auch und alle, die aufklären. Ich bin ja auch froh, wenn man mich unterstützt, ist ja klar, oder alle anderen, die aktiv sind und etwas versuchen zu ändern. Wir müssen nämlich als alle anpacken, weil die wie du schon gesagt hast, ist eigentlich schon eher 10 nach 12 als noch 5 vor. Insofern ist wirklich also Action angesagt. Und ich danke dir und wir werden also gleich. Kann ich noch einen Schlusssatz von meiner Seite aus sagen? Einen einzigen Satz noch. Der Holocaust ist eine dreckige zionistische Lüge. Ja, also gut, das wird weltweit diskutiert. Es gibt hier eben einige Leutchen, die das anders sehen, die das eben auch propagieren, als so wie es eben geschildert wird. Und dann mögen Sie zu mir in Skype kommen, Resurrector21, und dann können wir das gerne mal ausdiskutieren. Wenn es geht, demokratisch, vernünftig, sachlich und natürlich auch mit knallharten Fakten und Argumenten und nicht mit irgend so, du bist ein dreckiger Nazi. Das kann man sich natürlich sparen. Okay. Der Holocaust ist eine dreckige zionistische Lüge, die größte Lüge des 20. Jahrhunderts. Gut, das ist deine Ansicht, die muss ich jetzt hier mal so stehen lassen. Wir sind nämlich gleich zu Ende. Danke. Ich danke, wir sitzen hier kurz vor dem Ende der Sendung. Es wird jetzt hier noch von Dano Songs, Kira Flat the District kommen als Musik und ich werde gleich die Sendung nochmal wiederholen. Klasse, dass ihr da wart, der Detlef von Wake News Radio. Also, Leute, bis dann. Übrigens, nächste Woche ist noch die Inge Hannemann da. Das ist eine Whistleblowerin vom Jobcenter direkt und wird uns da berichten am Dienstag und morgen 10 Uhr in Stuttgart die Demo. Also bis dann. Ciao, ciao. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt,
diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.